Hallo Welt! Hallo. Hallo! Hallo Claudia. Hallo Henning! Hallo Hallo Lambert! Lambert. Hallo Claudia. Hallo Twitch. So, lieber Chat, erlöst uns und ratet, was das hier sein soll. Wir machen Es ein ist ein Bilderrätsel. Bilderrätsel. Es Wie ergibt einen damals bei Sinn. Schmiteinander. Die Älteren werden sich Genau. erinnern. Und nur Antworten in Emojis sind erlaubt. Genau. Naja, kommt so Notwörter, aber Emojis wären besser. Was ist das hier? Was symbolisieren wir? Ist das hier Yoga? Gruppen, betreutes Gruppen-Yoga, live auf Twitch? Ja. Oder Faxen, was? ja, auch das. Faxen? Oh, Warte. hier. Windmühlen, Häuser, Hase, Haus und Bohnen. Welle. Wrong answers only, oder was? Ah, ein Tandem, ich bin erlöst. Anna, Anna, herzlich Anna hat wieder. Henning Anna, danke erlöst. dafür, dass du mich Warte, erlöst. nein, nein, Du nein, bist nein. mein Also Tandem. Lambert, wir zwei müssen das noch durchziehen, bis wir auch erraten Mein werden. Tannenbaum wurde erraten. Okay. Den habe ich auch einfach ein bisschen, habe ich auch einfach sehr, sehr geil gemacht, den Tannenbaum, muss man auch einfach Ja, mal sagen. Henning. Und auch Ja. nicht, ihr Das müsst ist, da ich mit meine, das ist auch schon. euren, so, lieber Twitch-Set, also bitte erlöst doch die beiden Kolleginnen und Kollegen hier. Was ist das? Das ist also schwierig, schwierig. Ja, das stimmt. Ein Stern, nein. Och Ich weiß auch gar nicht, nein. ob es ein Emoji für meins gibt. Ich finde Vielleicht kein erraten wir. Rentier-Emoji. Ich bin erlöst. Aaron hat es erraten. Ein Rentier-Emoji, sehr gut, Jetzt ja. fehlt Aber Lambert ist noch allerdings noch nicht. Lambert. Oh, Aaron hat es Lambert ist immer noch gefunden. nicht erraten. Ich kann ja vielleicht was summen, dass ihr Lambert besser erkennt. Ja, Ah! Yes, Juhu. danke. Ah, Schön. ihr habt mich erlöst. Ah, Ja. okay. Ihr seid auch schon so in der Stimmung, also. Toll. Genau, willkommen zur Weihnachtsfolge. Endlich wieder Forschungsstrom. Yeah. Ach, wie ist es euch ergangen, die letzten Ja, Monate? weihnachtlicher wird es ja nicht, ne? Nee. Bei uns im Forschungsstrom, oder? Nö. Nee, nee. Obwohl, Lambert, du hast schon es dir ein bisschen gemütlich gemacht da, ne? Ja, ich Ja. habe so Anregungen aufgegriffen, wie bei dir sieht es ja karg im Hintergrund aus und so. Und dachte, ich muss jetzt das jahreszeittypische Jahresendgeleucht anbringen. Mit, ich hoffe, euch fällt es auf, einem, wo muss ich ihn zeigen? Da. Einhorn. Oh. Genau, jetzt noch schnell der Einhorn-Emoji, bitte. Das Einhorn-Emoji, das ist ja echt super. Ja, Mensch, ein bisschen sehr schön. heiligenscheinmäßig, ne? So. Ich Danke, darf mich auch Aaron. Sankt Lambert Ja. nennen, das ist okay. Sankt Lambert, ah? Ja. Super. Der am 3.12., da kommt der Sankt Lambert und wenn ihr nicht brav seid, dann kommt der Knecht Henning. Ich hole gleich die Rute. Ja, oh, das ist gut, okay. Und Oha. Claudia ist Ich bin das in Christkind. solche auch gefallen. Ja, jedenfalls in den Markenfarben von Forschungsstrom, ne? Stimmt. Corporate Design. Nur meine Corporate. Zähne machen noch keine Welle. Es ist vielleicht auch besser. Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich. Wir twitchen so lange, bis Claudias Zähne eine Welle machen. Oh Gott. Ja, ich wollte mich ja erstmal entschuldigen, weil ich letzte Mal nicht da war. Ich war krank, aber ich habe ja die Folge zwar nicht live, weil ich echt so einen krassen Husten hatte, aber dann im Nachhinein gesehen und muss sagen, der Rudolf, der ist ja auch eine coole Socke. Das war echt spannend, was der euch da so erzählt hat. Rudolf war ein ganz guter Ersatz, Henning. Das so viel muss man sagen, aber kommt nicht ans Original ran. Es war immer noch nachgemacht. Ja, aber ich habe den Eindruck, meine Aufgabe, die flachesten Witze zu reißen, hat er auch so ein bisschen angenommen. Ja. Hatte ich jedenfalls so das Gefühl. Aber hat er gut gemacht, ja. So Challenge accepted mäßig. Ja, Ne? stimmt. Ja. Trotzdem hast du uns gefehlt. Ja, hat mir auch gefehlt, aber ich hatte so einen dollen Husten. Ich habe irgendwie die Abende davor versucht, meinen Kindern vorzulesen. Und wenn dann schon beim ersten Satz vom Kleiner Drache Kokosnuss Buch vorlesen man viermal ansetzen muss, weil man vor lauter Husten nicht mehr bis zum Satzende kommt, dann ist man auch nicht so ganz Twitch-fähig. Das sind korrekte Prioritäten, das muss man Ja. aus. Ja. Wir können natürlich irgendwann mal eine Pantomime-Folge machen, aber das. Das. Vielleicht, wenn wir mal einen Kurs hatten oder so. Ja. Oh. Ja. Ja, genau. Aber ja, also Rudolf fand ich echt super und der kann ja auch gut schnacken. Und ich kann euch nur empfehlen, wenn ihr noch einen Twitch-Partner zum Twitchen sucht, dann schnappt euch schnell den Rudolf, würde ich sagen. Das war ja sehr unterhaltsam. Zur Inspiration unbedingt mal bei seinem TikTok vorbeigucken. Dann wird einem klar, was das für einer ist. Ja.
Das stimmt. Das stimmt. So, was war denn im letzten Monat los hier in der Wissenschaft? War was? Nö, ne? War irgendwas? Man kann schon wieder über Drosten reden, aber ganz ehrlich. Man hat's ja leid. Obwohl, jetzt haben wir die Impfstoffe, die sind ja jetzt am Horizont. Das ist doch vielleicht eine News, oder? Stimmt, ja. Und noch bevor ich, also wisst ihr, wie ich darauf erfahren habe, dass es einen Impfstoff gibt? Nämlich ein Video darüber gesehen habe, wo jemand erklärt hat, dass der uns alle nicht umbringen wird. Weil, also, ich habe quasi erst mitbekommen, dass sich andere schon darüber aufregen, dass man daran offensichtlich stirbt oder so. Ach, Mensch, ja. Eine verkehrte, verrückte Welt, in der wir leben, ja. Aber ja. Also ein Drosten-Zitat muss ich jetzt noch raushauen. Ich fand es so schön, als er von irgendwelchen Medienleuten gefragt wurde, was er denn jetzt macht, wo das Problem dann wieder weg ist. Ja. Und er meinte, das war mit den Leuten von der Bundespressekonferenz. Ganz schönes Gespräch, wo er so ein bisschen auch über sein Verhältnis zu den Medien reflektiert hat. Wer auf Wissenschaftskommunikation steht, also Gucktipp. Und da ging es darum, na, was macht er denn irgendwie jetzt, wenn ihm nicht mehr alle erkennen auf der Straße, so war die Frage oder so. Naja, gut, also ob das dann der Fall ist, mal dahingestellt. Er meinte, ja, nee, das sei ja auch gar nicht, also er müsse ja nicht bekannt sein, sondern er würde dann ins Labor zurückgehen und sich zum Beispiel mit sowas beschäftigen wie dem MERS-Virus, der ja ein guter Kandidat ist für die nächste Pandemie. Und ich finde es so cool. Ich meine, oder? Wie cool kann man sein? Sagen, hey, ja. See you next time. Ja. Genau, dann halt MERS-Virus oder so. Ich fand es sehr authentisch. Ich fand es sehr. Ich stelle mir gerade vor, wie Drosten da steht und dann so sagt: Ich komme zurück. Ja. I'll be back. I'll be back. Ja, genau das. Oh mein Gott. Ja. Ja, übrigens, wenn jemand noch ein Weihnachtsgeschenk sucht, ich habe jetzt gesehen, es gibt jetzt Räuchermännchen als Drosten. Da steht er da so in seinem. Steht er da so? In seinem weißen Kittel. Und mit seiner schicken Locke und kannst du den oben anzünden. Toll. Aber ich bin mir ziemlich sicher, wenn man das einatmet, passiert auch irgendwas, hat jemand gesagt. Die Tante von der Cousine hat mir erzählt. Ja, vielleicht werden ja so die Impfstoffe verteilt. Über Räucherstäbchen. Wir machen hier ganz neue Verschwörungstheorien. Wenn ihr bessere Verschwörungstheorien habt, schreibt sie bitte in den Chat, wenn ihr hier zuguckt und noch nicht eingeloggt seid. Macht euch einen Twitch-Account, chattet mit. Wir wollen die wildesten Verschwörungstheorien hören. Genau. Aber wenn das jetzt eine Büchse der Pandora eröffnet. Ja, wahrscheinlich. Also als aufgewachsener Katholik oder so, mir fällt sofort ein, Impfstoff im Weihwasser. Kommt. Das ist zu naheliegend, oder? Ja, von wegen Weihwasser. Sakral. Ja, natürlich. Könnt ihr mir alles erzählen? Ja, dann. Dieses Weihnachten. Naja, okay. Ja, aber dieses Jahr wird ja, ich denke, Weihnachten wird noch nicht so viel Weihwasser verteilt werden, weil noch ist der Impfstoff ja nicht da. Das sagst du. Ich werde ja auch teuer bezahlt dafür, dass ich das sage. Ja, genau. Wir müssen damit aufhören. Die Impfmücken. Impfmücken, das ist geil. Ja, das war in der Tat der Favorit. Da ging so ein Screenshot von einer angeblichen Telegram-Gruppe rum, wo dann irgendwie ja hier die Covidioten in Berlin demonstrierten und dann hieß es irgendwie habe skandinavische Mücken, die auch bei plus 5 Grad noch überleben, gezüchtet. Und würden jetzt den Impfstoff in Berlin unter den Demonstrierenden verteilen. Und die würden auch so stechen, dass man keinen Juckreiz spürt und es der Einstich nicht zu sehen ist. Und die würde jetzt der Impfstoff verteilt. Ne? Und man packt sich wirklich an den Kopf, was die Leute so denken. Und man hofft immer, dass das ein Fake ist, dieser Telegram-Screenshot. Ja. Aber weißt du, das Schlimme ist, ich bin innerlich schon so eingestellt, es ist 2020. Alles ist möglich. Wirklich alles. Ich weiß nicht, ob ihr es gelesen habt, vor einer Woche, da mussten doch in Dänemark mussten die Nerze umbringen und dann haben die vergraben und dann waren die Faulgase so groß, dass die Nerze wieder aus dem Boden herausgedrückt wurden. 2020. Die untoten Nerze. Ja. Das kommt Friedhof zurück. Der Kuscheltiere hoch 2. Ja. Also, mich wird nichts mehr wundern in dem letzten Monat. Den kriegen wir jetzt auch noch rum. Ja.
Ach ja, Eintrag im Impfpass kriegt man so natürlich nicht, schreibt hier JP Thiele, wenn die Mücken einen immunisieren. Tja. Einfach Weihwasser mit 95% Ethanol. Und weiter geht's mit Weihnachten in der Kirche. Gute Idee. Nee, ich habe mich nicht aufgehellt, Mr. Capture, aber pass auf, ich habe hier ein Ringlicht. Das kann man gut sehen, weil ich Brillenträgerin bin, wie die zwei hier auch, aber das macht mich so schick, weißt du? Ja. Auf das Thema Impfpass kommen wir später in der Sendung nochmal zurück. Ist das wir euch gleich merken. Ja, ein Spoiler von Lambert hier. Oh ja. Es ist gespoilt. Ja, aber wir machen heute ja auch alles anders. Also auch unsere Themen, das ist alles anders. Henning ist schuld. Ich bin schuld, genau. Ich habe als erster, hatte ich mir ein Thema rausgepickt und habe gesagt, ich mache einen Astro-Krimi. Und dann war irgendwie die Idee in der Welt, ein Themen-Special zu Wissenschaftskrimis oder Forschungskrimis zu machen. Ne? Ja, und dann mussten Lambert und ich uns überlegen, was machen wir jetzt? Ja. Ja, deswegen heißt diese schöne Folge jetzt, ja, wie spricht man es aus? Ja, Claudia, das hast du verbrochen. Ich möchte bitte, dass du uns das vorliest. Ich habe es zwar gerade getwittert, aber ich habe es ehrlich gesagt nur aus unserem Chat rausgecopy-pastet, weil ich es auch nicht weder schreiben noch sprechen konnte. Also, ich würd jetzt sagen, es ist Crime Investigation. Crime Scene Science Investigation. Also ich glaube, es heißt Crime Science Investigation. Und die Elemente von Science, die bei Scene nicht da sind, dann so in Klammern. Wenn ihr versteht, das sind stumme, wollen. Das sind stumme, es ist ein stummes I und ein stummes C. Nee, ein stummes E. Irre Wortspiel, ist ein irre anspielungsreiches Wortspiel. Was man ja. CSI, Claudia CSI. CSI-Forschungsstrom. Wobei grundsätzlich fand ich den Ansatz cool. Also, dass man einfach so ein Stichwort hingeschmissen bekommt und dann sich ein passendes Thema aussucht. Ja, ich fand's cool. Das hat super Spaß gemacht. Also, das war echt mal was anderes, das so rumzumachen. Ja, aber um jetzt mal festzulegen, wer in welcher Reihenfolge kommt, müsstet ihr auch noch so ein bisschen was sagen. Also, ich habe ja schon gesagt, bei mir ist ein Astro-Krimi. Bei Lambert, bei dir geht es um Impfpässe, habe ich wahrgenommen. Oder wie würdest du dein Thema anteasern? Ja, so Identitätsdiebstahlprobleme mit Impfpässen und so. Ja. Mhm. Also unangenehme Themen. Ja. Also mein Thema ist nicht so unangenehm. Aber ich würde es jetzt kurz umschreiben. Tatsächlich CSI, also Crime Scene Investigation, trifft es perfekt. Ich würde sagen CSI London. Da kann man sich vielleicht was überlegen, wenn man weiß, wer so in London unterwegs ist. War und was mit Crimes zu tun hat. Crimes. Also es ist quasi eher Vergangenheit. Also nicht Boris Johnson. Oh Gott, nein. Da wären wir wieder bei Verschwörungstheorien. Okay. Nein. Ja. Sind wir denn schon so weit warm gelabert, dass wir schon mit den Themen anfangen wollen? Und wollen wir die. Ich hätte mal gefragt, was die wieder sagen, welche Reihenfolge es sein soll, genau, oder? Ja, deswegen. Ja. Müsstet ihr mal jetzt euch äußern, wer anfangen soll und wer weitermachen soll. Genau. Euer Job da im Chat. Ja, aber in der Zeit muss St. Lambert uns erklären, warum das Do-It-Yourself-Ringlicht hinter dir ist und statt vor dir. Ach so, ja. Ja, wenn ihr es so sagt, das nächste Mal gebe ich mir Mühe, dass das nicht so viereckig wirkt, sondern nächstes Jahr Weihnachten wird es dann wirklich so ein runder Heiligenschein sein. Und dann könnt ihr so einen Kult um mich herum erfinden und was für eine Bedeutung das hat, wenn ich auf dem Bildschirm erscheine und so. Ja, pass mal auf, du hast 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Lampen sind das. 10. Was ist denn 10 für eine Zahl? Kann man bestimmt religiös aufladen. Da gibt es immer Möglichkeiten. Ja, ich mir würde zwar als erstes 12 einfallen, aber 10 kann man was mitmachen. 10 ist ja vor allem 1 und 0. Das ist ja Binärcode. Außerdem steht 1, 0 im Binärcode für 2. Wenn du aber 10 mit 2 addierst, wärst du ja wieder bei 12, Lambert. Siehst du, ist ganz einfach. Okay. Ich weiß nur nicht, was das Einhorn da dann zu bedeuten hat im Kontext von 12. Oh, ich bin der Schutzheilige der offenen Wissenschaft. Also ich meine, dass wenn die offene Wissenschaft einen Schutzheiligen braucht, ist es natürlich auch. Ja. Wir müssen jetzt schon einen Strom ohne den Downer zum Anfang machen. Stimmt für Henning. Ja,
Also genau, es ist ja, wer noch nicht so oft zugeguckt hat, ich bin hier eigentlich für die Downer-Themen zuständig. Aber heute, ganz, ganz ehrlich, ich habe das schon öfter gesagt und meistens habe ich euch damit angelogen. Ja. Aber heute ist es wirklich kein Downer, sondern heute ist es einfach nur ein Krimi, ein Astro-Krimi. Henning, wenn du Astrokrimi sagst, glaube ich, dass du gleich erklären wirst, wie das ganze Universum kollabiert und irgendwie, oder? Und wir sterben und so, ja. Also um Sterben geht es eigentlich, es ist ja jetzt nicht so ein Sterbekrimi, es ist eigentlich eher so ein Krimi. Ohne Totschlag, okay. Ohne Mord. Leider. Also JJJJJJ 123450 ist für Impfpass und ich glaube, Aaron hat da auch für Impfpass gestimmt. Die 10 Gebote des St. Lambert. Ja. Ah ja, JP Titel ist für dich, ja. Wenn du uns jetzt anlügst, Henning. Anna hat. Dann glaubt ihr mir nie wieder was, ja. Dann lassen wir noch Lambert anfangen. Ich mach die Mitte. Die Reihenfolge hatten wir schon öfter. Und Henning macht den Nicht-Downer. Den Nicht-Downer. Wehe. Bleibt dran, um zu erfahren, ob ich euch schon wieder angelogen habe. Der Cliffhanger ist gut. Der Cliffhanger ist super. Super. Oh. Du sollst nicht bei Elsevier publizieren. Das sind schöne Gebote, Lambert. Okay, krass. Ja. Ich werde mal als erstes einen Link. Kriege ich das jetzt irgendwo? Und wir sollten hier die Musik von Akte X einspielen. Soll ich das mal eben machen? Wir kriegen nicht nachgemacht, verdammt, warte. Das war Jeopardy. Ja, ich krieg das nicht. Warte mal. Wir kriegen doch. Warte. Ich spiele das mal ganz kurz ein. Ihr könnt das dann natürlich nicht hören, aber werden wir bestimmt rausgemutet. Warte. Du sollst auch alle Daten veröffentlichen. Das ist das dritte Gebot von Anna. Also, ich werde jetzt hier mal einen Link intern in unserem Discord rüberschicken. Oh, den kann ich dann aber nicht so rauskopieren. Aber Henning kann es tun. Stimmt. Soll ich den Link in den allgemeinen Chat tun? Jo. Das wäre super, genau, weil ich hier auf zwei verschiedenen Geräten unterwegs bin. Zack. Und ich versuche jetzt mal das Bild, was sich bei euch öffnet, wenn ihr das im Chat anklickt, auch hier zu teilen. Mal gucken, ob es klappt, sonst müssen wir stoppen. Wir versuchen es einfach mal. Gut, da wird sich jetzt nichts bewegen. Es gibt kein Kleingedrucktes. Das sollte eigentlich ganz gut funktionieren. Kann man das ganz gut sehen, das Bild? Dieses hier? Also ich finde, man kann es gut sehen, aber das kann der Chat natürlich noch besser beantworten. Ja, schön. Okay. Gut. Und zwar, das ist eines der interessantesten, kontroversesten Dinge aus dem Umfeld meiner eigenen Arbeit, die mir in der letzten Zeit begegnet war. Und ich muss dazu aber etwas ausholen, um es zu erklären. Und zwar beschäftigen wir uns seit ein paar Jahren schon mit etwas, was sich Self-Sovereign Identity nennt und so neuen W3C-Webstandards, wovon Decentralized Identifiern, DIDs, die Rede ist. Und jetzt in der Diskussion um Immunitätspässe mit Corona hat es auf einmal einen Hype um dieses Thema gegeben, weil die Leute gesagt haben, oder viele Leute gesagt haben, so, das ist jetzt der super Anwendungsfall, scheint es zu sein für diese neuen Standards, die ich gleich ein bisschen erklären will. Mhm. Und es gab eine sehr schöne Kritik, die das auseinandergelegt hat und aufgezeigt hat, was für Probleme all diese Immunitätspassvorstellungen haben und warum auch die shiny neuen W3C-Standards das nicht retten. Und darüber wollte ich heute ein bisschen was erzählen oder das zumindest mal anreißen und euch dazu anregen, euch näher mit dem Thema zu beschäftigen, weil ich glaube, diese Art Problematik, das wird uns noch häufiger beschäftigen und es lohnt sich und es ist interessant, da einzutauchen. Ja, genau. So viel der Vorrede. Eben, Identität meint jetzt Identität von Personen, von natürlichen Personen, nicht wahr?
Das ist eine sehr gute Frage, Henning. Das leitet eigentlich direkt über in das, was ich erklären will. Nämlich, wo geht es bei... Ja, es geht erstmal um Personen, richtig, ja. Ich sag mal, der traditionelle Ansatz von Identitätsmanagement wäre zu sagen, also wenn ich jetzt in der digitalen Welt mich bewege oder so, ist, ich habe... ein Benutzer-Account bei einer Website und die kontrolliere ich so gut es geht, dann wird mir mal mein Passwort geklaut oder meine Credentials werden irgendwo im Internet verbreitet, das hat 1000 Probleme oder so. Und dann gab es so eine zweite Phase, wo eigentlich auf einmal lauter Identitätsdienstleister auf den Plan getreten sind. Also heute, wenn ich bei einem neuen Dienst anfange, bei Twitch oder so, ist es dann oft so, dass ich sage, okay, benutze meine Identitätsdetails von Google oder von Facebook oder so, dann wird es für mich ein bisschen bequemer, aber wenn man mal ehrlich ist, auch für den Überwachungsstaat wird es bequemer, weil im Grunde genommen alle Fälle, in denen ich meine Identität benutze, durch so ein paar große global agierende Gateways gehen und ist eigentlich nicht so schön, ist vielleicht ein bisschen sicherer, aber es ist letzten Endes nicht so toll. Und jetzt gibt es eben diese Bewegung mit den Decentralized Identifiers, die sagen, naja, eigentlich sollten wir back to the roots gehen, es sollte eigentlich wie im Zeitalter vor dem Internet sein, nämlich Credentials sind etwas, was ich selbst habe. Ja, also es gibt nicht eine Website, bei der ich ein Konto habe, geschweige denn es gibt einen zentralen Identitätsdienstleister, sondern es gibt etwas, was ich, ich habe jetzt gerade nichts Passendes zur Hand, ich bin nicht gut vorbereitet, aber nehmt das, das ist in Wirklichkeit nur ein Bierdeckel, aber das wäre ein Personalausweis und dann zeige ich das, weil ich besitze es, ich pack's zurück in mein Wallet und, ne, und ich kontrolliere, wann ich es wem zeige. Und wenn man dieses Modell, bei dem ich also selbst der Souverän bin und mir überlege, was ich wem wann zeige, kann man noch einen Schritt weitergehen und sagen, es geht gar nicht um mich als Person, sondern eigentlich geht es immer um ganz viele einzelne Relationen, die ich zu einzelnen Leuten habe. Also zum Beispiel könnte ich mir vom Einwohnermeldeamt ganz isoliert die Tatsache bestätigen lassen, dass ich den und den Geburtstag habe. Und wenn ich dann das nächste Mal beim Zigaretten kaufen oder so, oder wenn ich mir gleich nach der Sendung einen Schnaps holen will, beweisen muss, dass ich über 18 bin. Nein, ich muss das beweisen. Das ja auch immer aber for the sake of the argument. Ja, okay, ihr versteht schon, was ich sagen will. Ne? Dann muss ich sozusagen im Moment, so wie die Welt jetzt ist, meinen Personalausweis zeigen und dann sehen die, wie ich heiße, was für ein Geschlecht ich habe. All Zeugs, der die gar nichts angeht, obwohl es ja eigentlich nur um das Datum auf dem Personalausweis geht. Und jetzt habe ich ein einzelnes Credential, was ich mir kryptografisch bestätigen lassen kann und was ich dann vorzeigen kann. Super Schema. Und was dann noch hinzukommt, das ist eigentlich das, was dieses Schema hier zeigt. Ich weiß nicht, ob ihr meinen Mauszeiger seht. Ja, meint. Der ist zu sehen. Ja, ich habe irgendwie, das ist hier, mein Setup ist noch nicht so ganz, sorry, eine Sekunde mal. Technik. So, jetzt seht ihr den Mauszeiger an der richtigen Stelle. Also, ja, das ist ein einzelner Claim, den lasse ich mir also kryptografisch bestätigen und nur diesen einzelnen Claim, ohne dass der mit anderen Informationen über mich in Verbindung gebracht werden kann, den kann ich vorzeigen. Tolles Konzept. Sehr schön, soweit, so gut. Jetzt kommt noch ein Sahnehäubchen obendrauf und das ist der Gedanke, dass ich, also ich meine, jeder, der sich so ein bisschen mit Kryptografie mal beschäftigt hat und dieses mit den digitalen Unterschriften kennt, weiß, dass eine digitale Unterschrift nur so gut ist wie die Möglichkeit, dass ich prüfen kann, von wem die digitale Unterschrift kommt und vielleicht sogar, dass es eine Möglichkeit gibt, sie wieder zurückzuziehen. Ja, das sind eigentlich Elemente, ohne die ist das nicht so viel wert. So, und jetzt ist hier die Idee, es gibt keine zentrale Entität mehr, der ich vertrauen muss, nicht dieses Bottleneck, was all diese Identitäten speichert, sondern ich kann das zum Beispiel in einem dezentralen Dateisystem oder, Achtung, jetzt kommt das gefährliche Buzzword, auf einer Blockchain speichern. Ja? Das hat den Vorteil, dass sozusagen die Blockchain ihren eigenen Spam-Schutz hat. Es kostet was darauf, Dateien, Daten zu speichern. Und in der Theorie wäre das dann so, dass ich sagen kann, okay, guck mal da, sitzt also die virtuelle Identität dieser Instanz, die mir das ausgestellt hat, dieses Ding, dieses Attest, dass ich über 18 bin oder so, da könnt ihr es nachprüfen. Und ja, soweit die Theorie. Jetzt kommt das Jahr 2000, also das
Zeugs, was ich euch hier zeige, ist circa 3 Jahre alt. Also in der Hinsicht ist das schon uralt, ja. Und jetzt kommt das Jahr 2020 um die Ecke und dieses Szenario erlebt einen Boom, weil auf einmal wirklich viele Leute sagen, das ist doch jetzt wirklich genau das, was wir brauchen für solche Immunitätspässe. Und auf den ersten Blick ist da einiges dran, nicht? Also man kann sich überlegen, okay, man will das auf eine moderne, zeitgemäße, digitale Art implementieren. Man will sicherstellen, dass Leute nur die Tatsache, dass sie immun sind, zeigen können, das ist also unabhängig von anderen Informationen. Und jetzt war mir ein Paper über den Weg gelaufen, was ich fand bisher, ich schicke mal den Link auch rum, ich zeige jetzt gerade diesen Artikel, werde jetzt aber das Screensharing hier einfach mal, ich paste das mal hier rein. Es gibt ein Problem mit diesem Artikel, nämlich der ist nicht Open Access. Damit verstößt du gegen Regel 0. Ganz hässliche Probleme. So, passt auf, jetzt kommt was ganz Schräges. Wenn ihr von dieser Seite aus darauf zugreift, könnt ihr darauf zugreifen. Es ist super albern, sorry. wenn das jemand mal den letzten Link auf dem Chat teilen könnte, das wäre nett, danke. Genau. Und der Harry Halpin, der das geschrieben hat. Das ist also krachneu. Ne? Könnt ihr sehen, das ist gerade erst Ende November rausgekommen oder so. Das ist eine Woche alt oder so. Ja, genau. Ja, es ist sehr auf den Punkt. Also es fängt mal damit an, dass er... Wie bitte? Ja, brandaktuell hier beim Forschungsstrom. Ja. Brandaktuell, genau. Also, bitte nur mit Lambert. Ich habe das Gefühl, jetzt schon so lange geredet zu haben. Ich will es ganz, ganz kurz halten. Nur ein, zwei Kernaussagen dieses Papers. Die eine Sache ist, dass solche Immunausweise so ein paar Implikationen haben, über die man mal nachdenken muss. Man kann zum einen mal von der medizinischen Seite her kommen. Ich höre mal auf, meinen Bildschirm zu teilen. Brauche ich jetzt eigentlich gar nicht mehr. Moment. Und hepp, raus bin ich. So, das eine ist mal, man kann von der medizinischen Seite auskommen und sagen, dass mit einem Antikörpertest kann ich im Prinzip ja zeigen, ob ich schon mal diese bestimmte Krankheit hatte oder nicht. Ja. Aber Stand heute ist es noch nicht mal, wenn ich das bescheinigt bekomme, diese Antikörper zu haben, ist das noch nicht mal der 100%ige Nachweis, dass ich steril immun bin. Du kannst auch gerade mittendrin sein. Ja, also es hat eine ganz schöne Ambivalenz, genau. Ja, nee, oder? Wirklich. Also ich denke gerade, da kommt ja auch immer mit, du darfst ins Altenheim, wenn du einen negativen Antikörper-Schnelltest hast. Das hast du halt, aber wenn du ansteckend bist, ist er positiv. Du brauchst die Antikörper so schnell auf, ne? Innerhalb von 3 Tagen. Ja, ich glaube, es gibt verschiedene Antikörpertests. Okay. Es gibt, und es gibt auch dann dieses Verfahren, dass man an 2 aufeinanderfolgenden Tagen einen Test macht und dass das nochmal eine andere Aussage hat und so. Okay. Aber halten wir mal fest, schon das ist nicht ganz wasserdicht. Und das Problem ist natürlich, dass es Leute dazu einlädt, sich in einer falschen Sicherheit zu wiegen. Ne? Das ist ein ganz, ganz fettes Problem. Und in dem Augenblick, in dem ich das verdopple in einen Ausweis, dann bestätige ich das nochmal und tue so, hey, du hast jetzt einen ganz anderen Status, du bist ein ganz anderer Mensch, darfst andere Dinge tun oder so, was eigentlich diesen Schein falscher Sicherheit oder dieses gewisse Risiko des Scheins einer falschen Sicherheit nochmal verstärkt. Das ist so die eine Ebene. Dann gibt es ein paar soziale Implikationen. Man kann natürlich sagen, man kann darauf aufbauend, man stelle sich jetzt mal vor, es gäbe keinen Impfstoff, ja, sondern wir würden ein paar Jahre lang, so weit weg ist die Vorstellung ja nicht, mit dieser Pandemie leben, da würde man eine fiese Art von einer elitären Zweiklassengesellschaft schaffen können, in der es Leute gibt, die also alles Mögliche können und dürfen, weil sie vielleicht auch die Möglichkeit haben, sich testen zu lassen und so weiter, was andere nicht dürfen. Und last not least, als ganz worst case könnte man sich sogar vorstellen, dass Leute sich absichtlich infizieren, mit Corona, mit Covid-19, um in den Genuss dieses Status zu kommen. Also ich halte mal fest, auf der Ebene ist es schon mal eine Vielzahl von Dingen, über die man mal diskutieren kann. Nicht? Und da sind wir jetzt noch nicht mal auf der Ebene, wie so ein digitaler Impfpass, so ein Immunausweis, Impfpass ist was anderes,
realisiert wäre, ja. Und on top of that zeigt der Harry Halpin auf, dass die Art, wie das W3C diese Standards entwickelt, eigentlich schon ganz nett sind. Das ist sozusagen so eine gemächliche Entwicklung ist dessen, in Hinsicht auf dessen, was man mal probieren kann, in vielleicht weniger spektakulären Anwendungsszenarien, dass da immer nach einem breiten Konsens gesucht wird, dass aber die Mechanismen, die dafür sorgen würden, dass man zum Beispiel nicht so im System eine falsche digitale Signatur unterschieben kann, mhm, oder dass man Daten, die auf einer Blockchain gespeichert sind, nicht gegen den Willen einer Person wieder auf sie zurückführen kann, dass die alle nicht so toll sind. Ja? Mhm. Da will ich jetzt nicht ins technische Detail gehen, aber ich empfehle euch, werft mal einen Blick darauf. Man kann also in diesem Fall sehen, ich bin eigentlich sonst immer so ein Fan und sage, ja, Blockchain ist unterbewertet. Da steckt wirklich was an Möglichkeiten drin. In diesem Fall muss ich dem Autoren aber recht geben, stimmt. Es hat so ein bisschen was von, hey, es ist was technisch möglich, also müssen wir es anwenden. Und hier, yippie, ist unser Anwendungsfall Corona. Und das ist eigentlich, was in diesem Paper sehr schön aufgezeigt wird. Ja, das war die Story eigentlich, die ich erzählen wollte. JP Thiele schreibt hier im Chat, da war der Downer gleich schon zum Anfang. Also heute ist Samba für den Downer. Ich fand es gar nicht so, gar nicht so downerhaft, aber sehr, sehr spannend. Aber mit diesem Immunitätsausweis, ich dachte auch am Anfang, ist ja eine super Idee, aber dann hat ja auch der Ethikrat sich damit irgendwie vor ein paar Monaten beschäftigt und die haben ja dann auch gesagt, und das fand ich auch ganz, ganz überzeugend, dass sie halt genau auch um solche Sachen zu verhindern, wie solche Corona-Partys, um sich absichtlich zu infizieren und dann vielleicht sogar auch einen wirtschaftlichen Vorteil daraus zu kriegen, dass man dann irgendwie Dinge machen kann, die sonst nicht so viele Leute machen dürfen und dadurch dann irgendwie höhere Preise für irgendwas nehmen zu können oder so, was natürlich auch zu Gefährdungen führt, dass das alles zu vermeiden gilt und wo der Ethikrat dann auch halt zu dem Schluss kam, sie würden nicht empfehlen, so Immunitätsausweise zu machen. Und das muss ja auch noch nicht mal mehr auf persönlicher Ebene bleiben, ne? So, wir machen eine Party, dann kann ich rausgehen und kann arbeiten gehen und whatever, sondern kann ja auch der Arbeitgeber sagen, naja, also wer jetzt nicht den Immunitätsausweis hat, der kann nicht arbeiten kommen. Leute, bringt ihn bei. So, also ich meine, das ist, man kann natürlich niemand anweisen, dass man sich ansteckt, aber man kann natürlich Druck aufbauen. Ja, ich hätte ad hoc eine These dazu. Ich glaube, was zu Recht in der Diskussion inzwischen stark vorkommt, ist, dass sozusagen die Tests natürlich eine wertvolle Ressource sind und dass zum Beispiel Leute, die in der Pflege arbeiten oder die zu Risikogruppen, ganz klar einen privilegierten Zugang zu solchen Tests haben sollten, wenn das so ein knappes Gut ist, was irgendwie verteilt werden muss. Da gibt es ganz gute Argumente dafür, glaube ich, nicht? Das ist auch in unser aller Sinne, dass das Pflegepersonal zum Beispiel eine gute Versorgung mit Tests bekommt oder so, ja. Das ist die eine Sache. Die andere Sache, wenn wir jetzt über Souveränität im Umgang mit eigenen Informationen gehen oder sowas, ist, das ist natürlich, wenn wir über solche Sachen nachdenken, auch eine Souveränität im Umgang mit dem eigenen Testergebnis geben muss, nicht? Also wenn ich Systeme einführe, wo ich Zugang zu bestimmten Sachen habe oder nicht, basierend auf dem Testergebnis, wird das sofort ein Problem. Mhm. Und umgekehrt kann man natürlich sagen, ich kann den Leuten sagen, oder das ist auch etwas, was jedem einleuchtet, dass es einen verantwortungsvollen Umgang mit dem Testergebnis gibt, an den ich appelliere, ja. Mhm. Aber das ist immer was anderes, als Leute im Prinzip dazu zu zwingen, ihr Testergebnis positiv oder negativ herzuzeigen, ne? Ja. War doch am Anfang so eine Diskussion mit der App, dass man irgendwie zeigen muss, dass man den grünen Status hat oder sowas, um in ein Restaurant zu kommen oder sowas, was ja auch nicht erlaubt ist einfach. Außerdem, ich meine, ganz ehrlich, wir haben ja schon genug Probleme mit der App, dass die auf allen Geräten läuft und viele Menschen gar kein Smartphone haben, auf dem es läuft oder gar keins haben oder es nicht wollen. Dann wird das mit dem Immunitätsausweis ja auch nicht einfacher. Ja, aber Lambert, dann, also ich habe dich so verstanden, dass das sozusagen diese Idee hier auch war, das alles halt komplett in digital abzubilden und dass man sozusagen diese, um jetzt mal von diesem Corona-Ding vielleicht ein bisschen wegzukommen, dein Beispiel mit den, ich weise mich aus, dass ich volljährig bin, ohne jetzt zu verraten, dass ich der Lambert bin oder der Henning, dass man das sozusagen auch dann halt in einer App auf einem Smartphone irgendwie abbilden könnte und dann dem Zigarettenautomat irgendwie einen QR-Code zeigt oder die da irgendwie miteinander funken und dann geht das so. Da habe ich nochmal eine Frage, weil ich meine, ich habe jetzt nicht so verstanden, dass da eine dezentrale Struktur
aufgebaut werden soll. Gleichzeitig brauche ich aber doch irgendeine Identität oder irgendeine Entität, die mir bescheinigt, dass ich älter bin als 18. Also ich kann mir das ja nicht selber bescheinigen, oder? Weil dann ist es ja witzlos, weil dann natürlich, wenn ich auf diese Pornoseite klicken will, natürlich bin ich über 18, klar. oder wenn ich Zigaretten rauchen will als Jugendlicher. Ne? Mhm. Das heißt, einerseits ist es dezentral, aber andererseits braucht es doch eine Autorität, die irgendwie das bescheinigt. Wie geht das zusammen? Ja, das ist eine super interessante Frage, das stimmt. Also ich, also in der Self-Sovereign-Identity-Debatte gab es dann vor ein, zwei Jahren nochmal so einen Punkt, dass Leute gesagt haben, wir brauchen LESS, Legally Enabled Self-Sovereign Identity. Und das bedeutet, dass man eigentlich eine Unterscheidung macht. Also Individuen sollten nicht unbedingt, zumindest nicht dazu gezwungen sein, so eine Identität zu haben, deren Unterschriften oder Zuschreibungen für Dritte nachvollziehbar sind, aber legale Entitäten sollten so etwas schon haben. Ja? Das heißt, ich kann auf eine Art und Weise, die Dritte nicht nachvollziehen können, gucken, ob das Einwohnermeldeamt von Hannover diese Aussage tatsächlich unterschrieben hat, dass ich über 18 sei. Ja? Und solche Entitäten, die werden sozusagen, die sind zentral nachvollziehbar oder haben vielleicht auch, gibt es ein zentrales Zertifizierungssystem für die, ja. Aber die Art, wie ich diese Informationen abrufe, um das zum Beispiel zu prüfen, darin bin ich souverän und das kann niemand nachvollziehen. Und ich habe auch keine zentrale Autorität, die über die Datenbank wacht, in der diese Entitäten nachgewiesen sind, diese legalen Entitäten. Das sind alles so die Zutaten von Self-Sovereign Identity. Und das macht irgendwo auch Sinn. Und Harry Halpin, obwohl der super kritisch ist, sagt das im Grunde genommen auch, hey Leute, er nennt den Artikel so, dass er sagt, hey Leute, da sind schon gute Sachen dran, aber lasst uns mal anfangen mit solchen Sachen wie Bildungsabschlüsse oder so. Und das sind gute Beispiele. Wir in unserer Arbeit an der TIP haben wir jetzt so ein Projekt, wo wir genau sowas machen. Da geht es darum, dass man für wissenschaftliche Workshops und Konferenzen, wer sich in der Szene bewegt, weiß, das sind oft sehr fragil organisierte Sachen. Das sind irgendwelche PhDs oder so, die das organisieren, irgendeine super spezielle Mini-Konferenz oder ein Mini-Workshop. Und in 10 Jahren, wenn ich dann beweisen will, ha, bei dem Workshop damals war mein Paper angenommen worden, will ich das digital beweisen können. Und das ist gar keine triviale Frage, wie ich das eigentlich nachweise. Weil wo sind die Leute inzwischen hin, die vor 10 Jahren den Workshop organisiert haben. Die machen, wer weiß was, die werden... Die Webseite ist garantiert auch nicht mehr online. Die Webseite ist nicht mehr online und dann gibt es einen ähnlichen Workshop, der inzwischen als Predatory Workshop gilt. Der und heißt das, genauso komisch, aber... Genau, ja, 1000 Probleme. Und wie macht man das? Für diese Klasse von Problemen sind solche Self-Sovereign Identity, Decentralized Identity Sachen dann wirklich ein interessanter Anwendungsfall. Aber es müsste ja auch irgendwer irgendwie eine Infrastruktur dafür bereitstellen und hosten, oder? Weil ich meine, oder läuft es irgendwie wie so ein dezentrales Peer-to-Peer-Netzwerk ab? Oder brauche ich nicht doch irgendwie einen Central Point of Failure, wo der Staat oder ich weiß nicht, die Telekom oder die da oben ja, ein Telekom hostet? sozusagen da irgendwie, ich weiß nicht, was mindestens mal die Zertifikate verteilt. Ja, oder ja, das macht Bill Gates. Signiert. Ach ja, nee. Dann wirst du gleich mitgechippt, wenn du da deine Identität abholst. Ja. Ach Henning, du hast es ausgeplaudert. Eigentlich wollen wir mit unserem Ansatz darauf hinaus, dass man dann gechippt wird, wenn man zu dem Workshop geht. Damit man dann nach 10 Jahren dann immer noch der Chip ausgeliehen werden. Nein, also, Scherz beiseite. Das ist natürlich schon, das ist eine berechtigte Frage. Diejenigen von euch, die sich schon mal mit PGP beschäftigt haben oder GNUPEC, kennen vielleicht diesen Begriff Web of Trust. Also das war eigentlich damals in den 90ern so ein bisschen der Gegenentwurf zu diesen zentralen Zertifizierungshierarchien, dass man sagt, naja, wir zertifizieren uns alle gegenseitig. Und es gibt Elemente von Zentralität da drin natürlich auch. Ja? Also wenn ich zum Beispiel, als der Heise Verlag hat dann immer auf der CeBIT angeboten, dass man mit seinem Personalausweis hinkommt und dafür dann seinen PGP-Schlüssel von denen zertifiziert bekommt. Ach, solche Sachen gab es dann. Ja. Ne? Was natürlich auch wiederum dann eine Zentralisierung innerhalb dieses dezentralen Web of Trust ist. Aber das Schöne ist, das Ding ist, hat keine feste Grenze. Ja? Also ich kann sozusagen, also wenn ich ein rein zentrales System habe,
Dann kann ich den Fall haben, dass, sagen wir mal, ich denke mir jetzt mal was ganz Verrücktes aus, die USA sagen, passt auf, wir haben hier so ein paar Firmen, die machen digitale Zertifikate und jetzt kommt die Uni Teheran und will, dass ihre Studis da ihre Zeugnisse zertifiziert haben und das geht ja man gar nicht. Also Leute, die denen was anbieten, die ziehen wir hier aus dem Verkehr. Ja? So, und das ist ein Szenario, was das Web of Trust verhindert, weil das sozusagen keine feste Grenze hat. Du meinst, dieser Inhalt ist hier nicht verfügbar, gibt's im... Ah, schön! Genau, dieser Inhalt ist in deinem Land nicht verfügbar. Genau, also du musst halt irgendwelche Autoritäten finden, denen du traust, die die digitale Signatur unter diesem Teheraner Uni-Zeugnis bestätigen. Mhm. Das bleibt natürlich für dich dann die Aufgabe, aber es kann jemanden davon abhalten, dafür eine Infrastruktur dann bereitzustellen in Form von Zertifikaten. Ne, das ist eigentlich okay. Der Vorteil so. Ja. Im Chat ist noch Freaky Mats hat da einen längeren Absatz geschrieben und wenn du den gelesen und was dazu gesagt hast, will ich auch noch was fragen. Oder ja, sagen. Nee, Freaky Mats hat mit seinem Beispiel total recht. Also TLS-Zertifikate wären das Gegenbeispiel. Bis zu einem gewissen Grad erfüllen die ja eine Funktion, das ist ja schön und gut, aber wir wissen ja halt auch, was das Problem daran ist. Nicht? Also das ist, naja, das, ja, der das Handshake. Ist ein zentralistisches Modell. Ne? Also, ja, genau. Ja, ich wollte noch mal sagen, also mich erinnert das sehr stark daran, an das, was ich sehr häufig beobachte. Das ist, dass man gerne mit Technologie oder neuer Technologie Probleme lösen will, die jetzt gar nicht primär durch Technik lösbar sind, sondern eigentlich erstmal Organisation, Gehirnarbeit, soziales Miteinander, also ein gemeinsames Verständnis von bestimmten Dingen bedürfen, anstatt einfach nur Technik draufzuwerfen. Und gerade wenn man das jetzt im Kontext Corona sieht, wie wir es eben besprochen haben, total. Ne? Also die Technik löst nicht das Problem, sondern produziert dann andere Corona-Partys zum Beispiel. Gut gesagt. Ist das nicht, also nochmal eine Frage, weil du dich ja mit Blockchain auch auskennst, ist das nicht was häufig gerade mit Blockchain passiert? Also das Buzzword und man wirft es drauf und dann wird alles besser? Ja, natürlich. Es bringt ja nichts, wenn ich das jetzt leugne. Ich sage halt nur, das ist irgendwie, also wenn man sich mal so ein bisschen beschäftigt, also beschäftigt euch mal nur mit der Frage, wenn ihr Bock habt auf die Fragestellung, ja? Wie funktioniert das Key-Management von solchen Sachen wie in so einem Self-Sovereign-Identity-Szenario? Die Idee, dass man sozusagen einen Speicher hat, der sozusagen einen eingebauten Spam-Schutz hat, weil es kostet was darauf einzutragen. Aber ansonsten ist der quasi unlöschbar, weil Leute Wert daran sehen und es wie einen Wertspeicher betrachten und alle Transaktionen, die darauf durchgeführt werden, prüfen, weil das eben dieser Mechanismus ist, mit dem so eine öffentliche Blockchain läuft. Das ist schon ein bisschen, das passt schon so ein bisschen. Ja? Alles andere, was da immer versprochen und gesagt wird, was Blockchain garantiere, kann man ruhig sehr skeptisch sein und es gibt definitiv immer wieder das, was du gerade beschrieben hast, dass Leute sagen, oh, da ist ein Problem, ich komme mit einer Blockchain um die Ecke, schütte das einmal drauf und dann, da gibt es Wahnsinnssachen natürlich. Und wenn es die Blockchain nicht richtet, dann machen es die neuronalen Netze, wie JPT so schön sagt. Also es gibt so Technik, also so Sachen wie Artificial Intelligence oder sowas, wo man ich manchmal den Eindruck habe, sind so Hype-Themen und werden dann für viele Sachen als Lösung präsentiert, ohne erstmal genau das Problem analysiert zu haben. Und so. Dann kommen die Quantencomputer und knacken die Blockchain. Genau. Henning, da war der Downer. Der Downer, schön. Verdammt. Ja, Lambert, aber was ich ja jetzt noch nicht so ganz verstanden habe, wo ist der Krimi? Genau. Oh Mensch, ich dachte irgendwie sowas mit Identitätsdiebstahl. Ja, nee, kann ja sein, dass du musst die Story drumherum uns noch erzählen willst, wie dir deine Identität gestohlen wurde und wie du jetzt dann bemerkt hast, was mit deiner Identität angestellt worden ist. Dann warst du in der Blockchain gefangen und musstest dich befreien. Genau, und wie ich dann aber mich doch noch an der Kasse vorbeigeschummelt habe und trotzdem mit 17 Jahren an die Zigaretten gekommen bin. So eine Geschichte wollt ihr? Ja, die wollten wir jetzt hören, gerne. Sorry, da muss ich mich leider enttäuschen. Ja, ich hab ein bisschen geschummelt, ich gebe es ja zu. Aber Identitätsdiebstahl, das versöhnt mich, ja. Das,
Okay. Ja, ja, es ist auf jeden Fall ein Thema. Es gab ja mal so eine Zeit im Internet, da bevor das Login mit Google oder Login mit Facebook war, da gab es solche Open Source, würde ich vielleicht sagen, Identitätsanbieter. Das fand ich eigentlich ganz, ganz geil. Da gab es sowas wie MyOpenID und solche Dienste. Und da konnte man, weil ja, da poppen ja auch dann immer so neue Social Media Plattformen auf und man hat ja wirklich auch extrem wenig Bock dann da, sich überall einen Account anzulegen, überall ein anderes Passwort zu vergeben. Also das war auch noch die Zeit, als die Passwortmanager noch nicht so verbreitet waren. Und da fand ich das eigentlich ganz, ganz nice, dass es da sowas, ich war glaube ich bei myopenid.com oder so, und das ist dann irgendwann gestorben. Und schuld war mal wieder der Kapitalismus, weil es natürlich irgendwie kein Geschäftsmodell dafür gab oder keine Leute, die ein einreichendes, ausreichendes Einsehen hatten, dass man sowas auch bezahlen müsste. Aber es hätte vielleicht die Welt zu einer besseren gemacht, wenn das überlebt hätte. Ja, ich denke da gerade an das, was ja jetzt an Hochschulen im Moment sehr viel passiert oder an anderen Einrichtungen, so diese Single-Sign-On-Gedanken, ne? Die gehen ja auch in so eine Richtung, sind ein bisschen anders umgesetzt. Die sind halt einfach so schön einfach. Und ich meine, es wird ja nicht besser, wenn ich mir 3000 Passwörter merken muss und dann aus Verzweiflung immer dasselbe benutze. Also natürlich kann man sich auch so einen Passwortmanager und so weiter, aber nicht jeder kann das oder für manche ist es zu kompliziert oder ich möchte das jetzt meiner Großmutter nicht erklären. Also da ist Single Sign-On, also ich finde die Idee und diese zentrale Sign-On-Sachen einfach gut. Aber ja, eben nicht so einfach, wie man denkt. Nee, voll nicht. Ja, klar. Ich glaube, dass so als erste Annäherung sind Passwortmanager, wenn man es schaffen würde, die von der Benutzbarkeit her ein bisschen noch besser zu machen. Bitte. Oder so. Dann sind die der richtige, also dann wäre das der richtige Zwischenschritt oder so. Ich kann es nur jedem empfehlen, sich damit auseinanderzusetzen. Ja. Das ist der pragmatische Schritt, den man im Moment machen kann. Und wenn weil jemand man sich selbst dann davon abhält, immer wieder das gleiche Passwort zu verwenden, sondern stattdessen hat man dann ein Masterpasswort, das Konzept kann man ja eben zumindest erwähnen, ne? Und dann wird das über alle Geräte hinweg, die man hat, synchronisiert und man kann schön sichere Passwörter für alles haben. Und es geht nicht verloren. Also das hat echt viele Vorteile. Aber tut mir einen Gefallen, wenn ihr das macht und ihr kennt euch mit User Interfaces aus, helft doch mit, das besser zu machen. Ist für mich, ist die Usability gruselig. Ja, Anna schreibt hier gerade auch, einem Passwortmanager muss man vertrauen oder muss Mensch vertrauen. Und man sollte kein Alzheimer haben. Ja klar, also dein Masterpasswort zu deinem Passwortmanager solltest du dann nicht irgendwie vergessen. Ja. Aber klar, man verlagert das Vertrauen immer irgendwo hin. Ich finde auch, Passwortmanager sind eine gute Sache. Die Herausforderung, oder wo ich mich irgendwie dann teilweise ein bisschen unwohl fühle, ist dann, wenn ich so eine Lösung nehme, die dann, wie Lambert eben gesagt hat, sich über verschiedene Endgeräte hinweg synchronisiert. Und mag ja sein, dass das alles total safe ist, dass jetzt, weil die Passwörter habe ich dann irgendwie auf Gerät A mal eingegeben, festgelegt, in die Passwortdatenbank eingetragen. Dann synkt sich das durch Magie auf mein anderes Gerät und ich denke immer, ja gut, aber wenn ich das jetzt auf das andere Gerät sich das gesynkt hat, war das jetzt, kann da wirklich keiner mitlesen. Deep Packet Injection, ja. Inspection, ne? Ja. Sehr verschlüsselt. Manchmal verwende ich auch vielleicht Geräte, die nicht meine eigenen sind. Weiß nicht, meinem Arbeitgeber würde ich vielleicht noch vertrauen mit dem Gerät, was er mir irgendwie zur Verfügung stellt. Aber manchmal ist man auch irgendwo, während einer Präsentation auf irgendeinem Präserechner, wo man denkt, oh Gott, ist das hier. Es war kein Windows 98 mehr, kein Windows 95 mehr, aber schon irgendwie vielleicht nochmal so ein uralt Windows 7 oder sowas. Und mag ich mich da jetzt einloggen mit meinem Passwortmanager, kann ich den hier überhaupt installieren und so. Also Passwortmanager sind ein Schritt nach vorne auf jeden Fall, aber haben auch Limitationen aus meiner Sicht. Ja, lösen nicht alles. Ja. Ist auch eine Variante auf das Thema. Jetzt sind wir bei so digitale Hygienethemen, ne? Und kann man fremden Rechnern trauen? Eigentlich nicht. Die sind, ich meine, es ist jetzt nur halb im Scherz gemeint, nicht? Das ist wirklich dann zunehmend so ein Problem. Also, ja. Bei digitaler Hygiene wollte ich euch, wenn du warst halt so halb fertig mit deinem Thema, dann wollte ich noch kurz ein Zwischenthema kapern, weil digitale Hygiene wollte ich euch eigentlich eben beim Warmlabern noch erzählen. Ich habe jetzt ein Mini-Projekt gemacht diese Woche an den Feierabenden.
dass ich euch vielleicht, wenn ihr noch Weihnachtsgeschenke für euch selber sucht, nochmal oder auch eine Beschäftigung für die Lockdown-Tage zwischen Weihnachten und Silvester sucht, empfehlen wollte. Und zwar das Thema einen Heimnetzwerk-Werbeblocker habe ich mir gebastelt. Das Schlagwort nennt sich Pi-Hole. Also es gibt doch diese kleinen Mini-Computerchen, die so, weiß nicht, so groß sind wie ein Handy ungefähr. Raspberry Pi, die man irgendwie, die alten Modelle so für 30 Euro, die neueren Modelle so für, weiß nicht, 80 Euro oder so kriegt. Und da kann man sich sozusagen dieses als Minicomputer einrichten, den man direkt neben seinen Router stellt, einfach Strom- und LAN-Kabel dran klemmt. Und dann fungiert der als ein DNS-Server, also als dieses Telefonbuch-Nachschlagewerk, bei dem die Domain-Namen zu IP-Adressen aufgelöst werden. Normalerweise benutzt man dafür was von seinem Internet-Service-Provider, was dann irgendwo in Frankfurt oder weiß nicht wo steht. Oder man benutzt Google 8888 oder so. Und man kann das aber auch lokal machen. Und der macht das ganz schlau. Wenn du dann spiegel.de in deinen Browser tippst, dann sagt er, ja, spiegel.de ist ein guten, den kenne ich. Dann lässt er das durch zu spiegel.de. Aber wenn dann adservice24.com, was nämlich bei spiegel.de eingebunden wird als Werbeanzeige, da eine JPEG-Datei abgerufen werden soll, dann sagt dieses kleine Raspberry Pi-Gerät so, Arschlecken, den Query blocke ich ab. Ja. Und das Geile ist dann, dass dann, ohne dass du auf deinem Endgerät eine Werbeblocker-Software laufen haben musst, wenn du da zu Hause in deinem WLAN oder LAN bist, alle Geräte, die irgendwie eine Webseite abrufen, dieser ganze Werbescheiß also dann ins Nirvana läuft. Und das funktioniert auch bei HTTPS, auch wenn du VPN anhast. Funktioniert das natürlich nicht irgendwie Werbung von innerhalb von YouTube-Videos, sowas geht natürlich nicht. Oder auch wenn spiegel.de eine eigene Werbung von sich selber auf spiegel.de hostet und Werbung für sein Sonderheft macht oder so, dann nicht. Aber diese ganze Motorrad-Nerv-Werbung und so wird dann komplett ausgeblendet. Und was ich sagen wollte, es ist ein super Abend-Bastelprojekt. Ich habe noch so einen alten Raspberry Pi von Arno Tuck irgendwie rumfliegen gehabt. Und man kann das da draufschmeißen. Es gibt einfache Anleitungen unter Pi-Hole zu DuckDuckGoen. Und das macht super Spaß und man fühlt sich danach besser und kriegt dann so eine Statistik, wie viel da weggeblockt wurde. Und wir haben jetzt schon gemerkt, dass so 30% unseres Web-Traffics jetzt in den letzten Tagen komplett weggeblockt wird. Und ja, digitale Hygiene, deswegen kam ich drauf. Sehr zu empfehlen. Ich hatte davon mal gelesen, und da schrieb aber jemand, der das auch hat zu Hause, das wäre auch super, wirklich super, aber er ist dann total erschrocken, als er mit dem Laptop unterwegs war und ist dann mal ins Internet gegangen. Oh mein Gott! Also, du bist es dann nicht mehr gewohnt, weißt du? Und an dem Moment dann, fand ich lustig. Ja, es ist eine coole Idee. OVNN sieht es kritisch, ne? Er erhält davon nichts. Schleichung, echt? Weil es das Grundproblem nicht löst, dass alles kostenlos sein muss und es nichts kosten darf, aber jeder Inhalt kostet. Ah, okay. Also das Problem, dass Spiegel oder Journalismus nicht gut finanziert wird oder finanziert ist und sich natürlich über die Werbung auch über Wasser halten muss und will. Und es löst dann natürlich für Spiegel nicht das Problem oder das Problem, dass wir zu wenig Journalismus haben, der gut finanziert ist. Okay. Ja, okay. Ist sicherlich ein valides Argument. Ich persönlich setze mich auch schon seit Jahren für eine Kultur-Flatrate ein. Also ich finde eigentlich, dass wir auch andere Finanzierungsmodelle für kreative Leistungen, nicht nur journalistischer Art, sondern auch ja anderer oder künstlerischer Art bräuchten. Und ja, also dieses Schlagwort Kultur-Flatrate würde dafür halt eine Möglichkeit bieten, sodass durch eine allgemeine Abgabe halt kreative Menschen unterstützt werden würden und dann nicht auf solche, das Problem ist ja auch nicht mal nur, dass es Werbung ist, sondern dass es eigentlich wirklich Schadsoftware ist, was da auf deine Endgeräte kommt und dass der Spiegel Verlag auch keinerlei Hoheit darüber hat, was dort technisch an ihre Nutzerinnen und Nutzer ausgeliefert wird. Naja, ist ja alles auch individualisiert. Du siehst ja andere als ich. Also ich habe da noch nie Motorradwerbung gesehen. Dafür für Schuhe. No.
Ja, also da gibt es auch einen ganz empfehlenswerten Vortrag von Frank Rieger und Thorsten Schröder auf der Republika von vor ein paar Jahren. Den kann ich sehr empfehlen. Die haben das mal getestet, inwieweit man selber, wenn man sagt, ich möchte gerne eine Werbeanzeige schalten, da auch wirklich Schadcode auf Endgeräte ausliefern kann. Und die Verlage können da eigentlich auch kein Interesse dran haben, dass ihre Nutzer so gefährdet werden. Und ja, insofern, also ich sehe das Problem, was du angesprochen hast, OVNN, aber das kann nicht die Lösung sein, dass wir deswegen mit dieser Werbung leben müssen. Ich würde gerne noch einen Forschungsbogen schlagen von diesem Thema, nämlich hatte ich gerade heute einen Tweet gesehen von Alan Euler. Den muss ich jetzt nur finden, und weil mein Computer so ausgebremst ist, wird das jetzt wieder ein paar Sekunden dauern. Die hat darauf hingewiesen, es gab einen sehr informativen, interessanten Artikel in der FAZ, den man mit ihrem Link auch kostenlos abrufen kann, wo es darum geht, dass, Moment. Ja, ich suche auch schon. Das ist die Professorin aus Potsdam, ne? Mhm. Genau. Ich glaube, ich hab's. Moment. Hat ihr das Überwachung der WissenschaftlerInnen? Genau, du hast das schon. Von, ne? Aber das war von ihr, ja. Retweetet. Ah, das war nur von ihr, ja. Retweetet. Der Artikel ist nicht von ihr, das stimmt. Das war von Björn Brems und Konrad Förstner, ja. Peter Kracker und Claudia Müller-Birn. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob man den lesen kann, wenn man über den Link geht. Ich mach's mal gerade einen Blick. Man kann den lesen. Ja, super, okay. Dann schicke ich den Link. Das Schöne ist, dass die halt aufzeigen, dass wirklich mit der vollen Breitseite diese großen Plattformen, also sprich Elsevier, Springer Nature und so weiter, diese Art von Tracking und Profiling von Benutzern und auch wirklich gegen ihren Willen auf eine Art und Weise, dass man technisch richtig ist, schwer hat, sich dagegen zu wehren, dass die all dieses auch auffahren und benutzen, ja. Und dass es natürlich sehr konträr geht zu einer Vorstellung von Informationssouveränität, die im Bereich der wissenschaftlichen Information ja nun wirklich kein Schnickschnack oder ein schönes Extra ist, sondern essentiell ist, ne? Also wenn man den Eindruck hat, okay, man kommt an die Cutting-Edge-Forschung nur noch ran durch ein Unternehmen, was wirklich auf eine Art und Weise, die komplett unnachvollziehbar ist, ein krasses Profiling von einem macht, kann man sich schon mal am Kopf kratzen. Mhm. Und einen sehr lustigen Retweet fand ich dazu, das war ein Kollege, das war auch ein Bibliothekar, ich habe es vergessen, egal, spielt auch keine Rolle, ich hatte es auch gleich geretweetet, der gesagt hat, dass zu diesem Problem speziell natürlich sowas wie Sci-Hub zu benutzen, keine Lösung ist, wenn man das auf keinen Fall benutzen sollte. Nein. Nee, ist ganz schlecht. Ist ganz schlecht. Mach das nicht. Nee. Mach das nicht. Leute, passt auf. Wenn das Sci-Hub ist, Finger davon. Vorsicht, genau. Vorsicht. Ist ganz schlimm. Ist auch eine gute Überleitung zu meinem Closed Access-Artikel. Juchai. Ja, nein. Nur halb. Ja, und du entführst uns nach London. Ja, aber ihr kennt mich. Ich bringe euch nie direkt nach dahin, wo ich hin will, oder? Ich erzähle euch immer, wie ich da gelandet bin, oder? Ja. Ich wollte das mal wieder machen. Ich habe das die letzten Male konnte ich das irgendwie, hatte sich das nicht so ergeben. Aber wer das dann noch nicht weiß, im Chat, ich erzähle immer, wie ich zu dem Artikel gekommen bin, zu dem ich gekommen bin. Oder wie ich die Geschichte, also meine Geschichte ist immer, wie ich zu der Geschichte gekommen bin. Irgendwie so, oder? Kann man das so sagen? Ja. Ja, das ist toll. Genau. Ich möchte euch nämlich entführen tatsächlich nach London, weil ich habe tatsächlich als allererstes, als Henning sagte, wir machen was zum Krimi und wir haben uns überlegt, wir machen das, habe ich tatsächlich mal gegoogelt, ob es Wissenschaft über Krimis gibt. Und ich habe viel hin und her geklickt und gelesen, es gibt tolle Forschung zu Krimis, das nur so am Rande. Aber kennt ihr eigentlich den CSI-Effekt? Ist das das, lass mich raten, dass im Fernsehen alles 84 Mal so schnell geht, wie es echt dauert in der Wissenschaft? Oder das, ist das der Effekt, dass alle Wissenschaftslabore viel aufgeräumter und besser ausgeleuchtet sind. Die Wissenschaftler alle sind so gut bezahlt und haben so viel Platz. Models, die da arbeiten und
In Pumps rumlaufen. Ja. Und Sonnenbrillen. So auf und zu. Und der Täter, der hat immer, passt total auf, dass er nicht die kleinste Mikrofaser- und DNS-Spur am Tatort hinterlässt. Aber es gibt diese eine Sache, wo dann unter Aufbietung von Hightech-Labor-Equipment er nämlich dann indirekt doch überführt werden kann. Das, so ist doch jede CSI-Folge oder verpasse ich da gerade irgendwas? Ich möchte lösen. Ja, okay. Der CSI-Effekt ist die Tatsache, dass nachdem diese Serie, was war die erste, CSI Miami oder so, ausgestrahlt wurde, alle Leute auf einmal diesen Kram studieren wollten. Ich würde nicht sagen, dass irgendwas davon, was ihr gesagt habt, verkehrt ist. Hm. Weil der CSI-Effekt ist gar nicht so direkt umfassend definiert, was genauer bedeutet. Aber also so das allererste Mal, als er überhaupt untersucht wurde, ging es eigentlich darum, also war der CSI-Effekt die Auswirkungen, die CSI oder das Anschauen von CSI oder solchen Sendungen, also wo es um forensische Wissenschaft oder sowas geht, auf das Verständnis der Menschen von Kriminalfälle lösen hat. Also die quasi annehmen, dass das, was sie sehen, Realität ist oder so wird das gemacht und deshalb als Geschworene in Amerika sehr spezielle Vorstellungen davon haben, was geht und wann man einen Mörder verurteilt und wann nicht. Genau, also das war die erste Idee, die man hatte, was der CSI-Effekt ist und das war sehr interessant. Also kann man viel drüber lesen, gibt auch einen Wikipedia-Artikel, den ich empfehlen kann. Und da gibt es auch ein Buch zu und da würde ich den Link jetzt mal schicken, auch wenn das Closed Access ist. Ihr wisst, nicht damit auf Sci-Hub gehen. Ja? Ich weiß natürlich nicht, ob es das da gibt, aber ihr wisst, nicht damit auf Sci-Hub gehen. Und da wird das so ein bisschen analysiert, dass das tatsächlich das Buch bezieht sogar den CSI-Effekt in Deutschland. Das ist noch ein bisschen spezieller, ist also ein deutsches Buch. Und da gibt es auch eine gute Übersicht, was schon alles erforscht worden ist. In so einer Abbildung steht dann drin, also es ist nicht nur der Einfluss auf Geschworene, sondern auf Juroren, auf Gerichtsverfahren, Polizeiarbeit, Arbeit von Richtern, aber auch das, was Henning eben hatte, so auf Ausbildungsberufe. Ne? Also dass da jetzt einen Hype gibt oder dass die Leute auch ganz andere Vorstellungen haben von dem, was es ist, was sie da studieren. Dass man, oh, ich bin nicht wie Bones und stehe im Labor und auf so einer Plattform in der Mitte und um mich rum ist ein ganzes Team, das mir hilft, eine Leiche zu identifizieren. Ja, oder halt auch auf Verbrecher, ne? Und auf die Öffentlichkeit, wie wir alle sowas wahrnehmen. Und ich fand es halt ganz interessant, dass das Ding tatsächlich CSI-Effekt heißt, aber dann habe ich mich gefragt, ob das wirklich erst seit CSI so ist. Und deswegen habe ich euch ein hochaktuelles Paper mitgebracht aus dem Jahr 1970. Gibt das schon in digital? Ja, es du gibt warst das in der Bibliothek, Claudia, gib's zu. Nein, es gibt es digital. Ich schicke euch den Link. Okay. Das ist auch Open Access, das Paper. Das könnt ihr ganz einfach draufklicken und habt es. Gab es das damals schon Open Access 1970? Nein, das ist natürlich retro-digitalisiert. Ja, und das Paper trägt den Namen Sherlock Holmes. Father of Scientific Crime Detection. CSI London, ihr versteht. Ja, und ich finde, das Paper ist sehr schön. Also es ist von Stanton O. Berg, also einem einzelnen Forensiker, der so ein bisschen, dem ging es einfach um den Zusammenhang zwischen Sherlock Holmes und der wissenschaftlichen Verbrechungsaufklärung. Also Scientific Crime Detection und er sagt, dass er fängt an mit den Worten, ich glaube, da steckt mehr dahinter als einfach nur Geschichte, sondern da gab es eine Wechselwirkung zwischen beiden und er sagt und geht so weit und sagt, es gibt einen stimulierenden Einfluss von Sherlock Holmes darauf, dass es überhaupt forensische Wissenschaft in der Verbrechensaufklärung gibt. Und er hat das sehr schön gemacht, finde ich. Das ist also eine qualitative Forschungsarbeit. Ist nicht mit Zahlen oder Statistiken belegt, sondern er hat sich drei Gruppen angeguckt von Menschen. Und zwar andere Wissenschaftler, also aktuelle aus der aktuellen Zeit oder also aus seiner Zeit, 1970. Sherlock Holmes war ja dann eher mehr so 1800,
80. Und das sind die erste Gruppe, also die eigenen Wissenschaftler, dann Zeitgenossen von Sherlock Holmes, also von der, also die in der Zeit gelebt haben, als die Romane erschienen sind. Und dann ja, nimmt er auch einen Blick in die Geschichten selber, also guckt in Sherlock Holmes Romane rein. Und ich finde das total spannend, was der alles gefunden hat. Also zum Beispiel, was alles in Sherlock Holmes Romanen vorkam. Also das war mir gar nicht klar. Ich hab welche gelesen. Also habt ihr die gelesen? Sherlock Holmes Romane? Nee, ich kenne es nur als Verfilmung oder Hörspiel habe ich gehört. Ja, aber dann auf jeden Fall habt ihr schon mal was davon gehört oder halt mal was gelesen. Aber also mir ist das nie aufgefallen, weil ich kenne halt CSI. Ne? Also für mich war das ja gut, der hat da redet darüber, dass man irgendwie mit Schreibmaschinen die Herkunft der Schreibmaschine und den Mörder finden kann. Das war für mich irgendwie, ja, ist klar. Das war aber in der Zeit von Sherlock Holmes noch gar nicht so. Das war da noch nie. Also okay, es ist tatsächlich so, dass das ist die erste Erwähnung von Identifizierung eines Mörders oder Aufklärung eines Verbrechens mit einer Schreibmaschine fiel, also ungefähr 60 Jahre nach der Erwähnung in Sherlock Holmes passiert ist. Abgefahren, das ist ja ein Ding. Claudia, Entschuldigung, wenn ich reinbreche, aber irgendwie muss man doch wahrscheinlich so ein bisschen eine Vorstellung davon haben, wie Polizeiarbeit und sowas wie eine kriminalpolizeiliche Ermittlung zu der Zeit dann war oder so, oder? Um sozusagen das Disruptive der Idee zu erfassen oder so. Ich kann mir vorstellen, dass es total crazy ist und aus heutiger Zeit gar nicht nachvollziehbar oder so, was die da getrieben haben dann oder eine Vermutung. Ich weiß Fingerabdrücke gab es da noch nicht. Also zu der Zeit, da waren wie man mit Fingerabdrücken überführen, war noch so, das hat man einmal von gehört, aber bei Sherlock Holmes war das der Standard. So quasi, ne? Also der hat, ich fand das wunderbar formuliert, warte mal, habe ich dieses Zitat irgendwo? Das war wunderbar. Finde ich das irgendwo? Ach nee, ich glaube, ich habe es mir nicht notiert. Aber es ist quasi so ein bisschen Sherlock, also Doyle hatte quasi das Privileg zu erleben, wie seine Fiktion Wissenschaft wurde. Ja, also das wunderschön poetisch formuliert, aber das ist tatsächlich, da gibt es so viele Stellen, das glaubt ihr nicht. Also die eine ist wunderbar, da identifiziert Holmes irgendwie, sagt er, oh, hier ist aber ein Aschefräufchen von einer Zigarette oder was auch immer, das ist aber hier von so einer Zigarette und sowas, das muss doch der Mann gewesen sein, der ne, diese Zigaretten raucht. Und dann sagt einer, oh, das ist aber interessant, dass sie sich damit auskennen. Und dann sagt Sherlock Holmes, ja, ich habe ein ganzes Buch über die Identifikation von Asche geschrieben. Und mehrere Jahrzehnte später schreibt jemand ein ganzes Buch über die Identifikation von Asche. Aber ist das nicht oft so, dass manche künstlerische Genres, wie zum Beispiel Science Fiction, auch wenn ich jetzt nicht weiß, ob man Sherlock Holmes unter Science Fiction packen muss, dass die halt Dinge vorhersagen? Also was weiß ich, es gibt doch auch so ikonografische Bilder, wo bei 2001 Odyssee im Weltraum Leute mit so iPads sitzen und keine, weiß ich nicht, 25, 30 Jahre später findet Steve Jobs das iPad irgendwie oder nicht, ne? Ja. Ich warte noch darauf, dass ich hier machen kann und es fängt an zu reden. Genau, also dieser Gedanke kommt mir auch total bekannt vor. Das kommt mir auch so vor, dass man das mal gehört hat, aber dass das irgendwie das schon so lang zurückgeht, dieser Effekt. Das hätte ich jetzt wirklich nicht gedacht und finde ich interessant. Also, dass das wirklich schon damals dann so ein Einfluss hatte. Ich, also, was von den Sherlock Holmes-Geschichten, also wie gesagt, ich kenne sie nur als Verfilmung und so. Was mir immer so speziell vorkommt, ist diese Konstellation, dass es sozusagen ganz oft jedenfalls einen Mastermind gibt und dass es dann wie so ein Schachspiel, so ein Duell der Intellekte ist, oder? Und eigentlich geht es um die Frage, ist eigentlich der Ermittler schlauer als der Täter oder nicht? Und das ist natürlich irgendwie so eine ganz interessante Art von Überhöhung oder Ästhetisierung von dem, was Kriminalität
Kriminalermittler machen, was eigentlich nicht viel mit der Realität von Polizei oder so zu tun hat. Das ist eh klar, ne? Aber das finde ich interessant. Aber ich meine, klar, wenn man einmal dieses Paradigma akzeptiert oder so, kann man sich dann 1000 Sachen ausdenken oder so, wie cool irgendwie der Ermittler ist, dann die Wissenschaft voranzutreiben des Sachen rausfindens oder ja. So, klar, ja. Und meine Lieblingsgeschichten über Holmes gehen immer noch aus von Data zum Thema Science Fiction und London. Data war ja ein großer Sherlock Holmes Fan. Aber der musste immer aufs Holodeck gehen, oder? Und dann wurde ein Gegner geschaffen, der Data ebenbürtig war, und dann war das ganze Schiff doomed. Stimmt. So ein digitaler Moriarty, genau. Der aber dann, dem dann vorgegaukelt werden muss, dass er die Macht über das Schiff erobert hat. Ich kann mich an eine Folge erinnern, ja. Wo er aber in Wirklichkeit wiederum auch nur in einem Holodeck ist irgendwie. Und mega. Gibt es eigentlich so einen Next TNG-Twitch-Kanal, wo man irgendwie so TNG-Folgen gucken kann und dann währenddessen drüber abnerden kann? Oh. Das will ich mir super gerne angucken. Ist wahrscheinlich. Wenn jemand das weiß, dann weiß das Aaron. Mal gucken, ob Aaron was dazu schreibt. Ja. Da hast du, glaube ich, die Unterhaltungsindustrie gerade auf eine große Idee gebracht, Henning. Wenn sie das nicht sowieso machen. Weil ich meine, das die ist verbieten doch krass, das oder? So. Okay. Ja, Rechte geht gar nicht. Ja. Gibt es Sci-Hubs für sowas? Aber also ich habe jetzt neulich bei Spotify das Feature entdeckt, das ist, glaube ich, auch relativ neu, dass man so einen Party-Modus hat, wo du eine gemeinsame Playlist machst oder so. Ne? Ich kann sagen, hier, ich lade Claudia dazu ein, meine Playlist mitzugestalten und so. Wir hören das über verschiedene Geräte, die gleiche Musik-Playlist, die synchron abläuft oder sowas. Ne? Und das eigentlich wäre das dann bezogen auf ein Filmstream oder Serienstream. Ja, aber kannst du dann auch mit Claudia interagieren? Könnt ihr chatten oder mitsingen und euch gegenseitig dann mal mitgrölen hören? Irgendwie so Distancing Karaoke oder sowas? Ja, wir erfinden hier so viele neue Geschäftsmodelle. Liebe Wirtschaft, guckt einfach den Forschungsstrom und greift euch ein Geschäftsmodell eurer Wahl ab. Wir werden das nicht realisieren. Genau, aber wir hätten natürlich gerne ein Prozent vom Gewinn. Na egal. Ja. So, wir haben dich voll unterbrochen, Claudia. Ich will auch gar nicht zu viel von diesen einzelnen Beispielen, also es gibt so viele Beispiele, die er nennen, aber ich finde es so schön, also auch die Zeitgenossen von Holmes, also die Polizeiarbeit oder Kriminalarbeit gemacht haben in der Zeit, das auch so ganz klar sagen. Also der eine sagte tatsächlich, Sherlock Holmes was the first to realize the importance of dust, also Staub. I merely copied his method. Er hat einfach kopiert, was Sherlock Holmes was in dem Roman passiert ist, und hat tatsächlich selber dann Staubforschung gestartet. Der Typ, der das geschrieben hat, ist es ein Literaturwissenschaftler oder ein Historiker oder noch was ganz anderes? Das ist ein leidenschaftlicher Forensiker, der aber eine große Leidenschaft für Sherlock Holmes hatte. Cooles Beispiel auch für Interdisziplinarität, oder? Dass man als Forensiker so genau in ein fiktionales Werk reinguckt und sich Gedanken macht über dessen Wirkung. Finde ich nicht selbstverständlich. Also es ist ja schon sehr über den Tellerrand hinausguckend und so weiter. Ne? Also ich meine, er ist natürlich auch, also 1970 ist natürlich auch, ich glaube, er hat jetzt nicht Forensik studiert oder so, ist natürlich auch so am Rand, aber er hat auch ganz klar gesagt, also ich habe die früher gerne gelesen, und jetzt, wo ich selber mehr mit dem Thema drin bin, habe ich sie nochmal gelesen und erst jetzt so wirklich erkannt, was das für eine Relevanz hatte. So. Und ich meine, das war 1970. Und ich finde das klasse. Also es ist eine schöne Perle, finde ich. Ist jetzt nicht von 2020 November, aber es ist eine wirklich schöne Perle. Und die Beispiele zeigen halt einfach, ne, dass vielleicht, weißt du, CSI-Effekt, vielleicht haben wir in 10 Jahren ja CSI-Qualität von. Ne, also wirklich in der Realität wäre ja möglich. Also, naja, wir warten mal ab. Aber zum Abschluss noch eine Anmerkung zu Pulverflecken. Kennt ihr, ne, diese Schmauchspuren auf Kleidung, ne, wenn man schießt oder... Ja, wenn man mal jemanden erschossen hat, dann... Genau, oder wenn man erschossen wurde, dann hat man da auch so Pulverflecken. Ah. Und tatsächlich ist die erste schriftlich niedergehaltene Erwähnung in der Wissenschaft, die überhaupt mit so Pulverspuren oder Rückständen zu tun haben, 5 Jahre nachdem das in einem Sherlock-Holmes-Roman beschrieben wurde.
Und damit lasse ich das einfach mal so stehen. Sehr schönes super. Fundstück. Hammer. Ja. Ja. Oh, der Chat ist aber hier, oh Gott, explodiert. Ja, mir wird hier, wurde mir gerade der Titel Master of Derailment angetragen. Oh, das ist schön. Ich hatte das jetzt erst eben eher verstanden, weil ich mich hier eure Themen mit zu anderen Themen hinweg diskutiert habe. Aber eigentlich kann man ja auch, was vorletzte Sendung passiert ist, als dann mein Router zusammengebrochen ist und ich dann ja also aus der Sendung derailed wurde, schreibt JP Thiele hier vollkommen zu Recht. Dafür hätte ich den Preis verdient gehabt. Und ich danke JP Thiele, ich nehme diesen Preis an. Ja, das ist aber schön. Finde ich gut. Können wir dir so ein T-Shirt machen vielleicht? Master of Derailment, ja. Ja. Die goldene Weiche, ist das jetzt spontan erfunden oder ist das ein stehender Begriff für Master of Derailment? Das ist ja ein hübsches Bild. Die goldene Weiche ist echt schön für Derailment. Ja, das ist mega. Ja, oh, ja. Das ist ein Preis. Den könnte man so vielen Leuten verleihen. Ja. What about... Was auch musst du dann aber auch immer dabei haben, ne? Die goldene Weiche nicht als T-Shirt, sondern so als Krawattennadel oder so als so kleines, weißt du, so eine kleine goldene Weiche. Lieber Chat, habt ihr einen 3D-Drucker da, dann druckt doch gerne mal eine Weiche in Gold. Goldene Weichen. Oder wenn hier eine Goldschmiedin zuhört, gerne auch handgearbeitet. Oh, das leitet aber über zum nächsten Krieg. Unglaublich. Yes. Gold, yes. Goldschmiede. Das fließt ja. Es strömt. Your turn. Es strömt heute wieder so schön. Ja, genau. Ich habe nämlich auch noch ein Thema mitgebracht. Und ich habe ja gesagt, es ist ein Astro-Krimi. Aber ich wollte gerne mal ein bisschen, bevor ich zum Krimi und zur Astro komme, wobei ihr euch jetzt berechtigterweise fragen solltet, geht es um Astronomie oder um Astrologie? Wollte ich gerne nochmal mit einer anderen Frage einsteigen. Und zwar, wir blicken ja jetzt alle schon so ein paar Jahre der zurück, in denen wir uns so mit Wissenschaft beschäftigt haben. Und ich wollte euch mal fragen, Claudia und Lambert, wenn ihr sozusagen auf so eure bewusste Zeit seit dem Erwachsensein und das Wissenschaft beobachten zurückguckt. Wir hatten ja vor ein paar Folgen auch über Thomas S. Kuhn gesprochen und die Revolutionen, die es manchmal in der Wissenschaft gibt. Und was sind so aus eurer Sicht, ganz spontan, es gibt kein richtig und kein falsch, was sind aus eurer Sicht so Beispiele dafür, wo die Wissenschaft zum Beispiel innerhalb eurer Lebensphase wirklich neue, umbrechende Erkenntnisse gehabt hat, die irgendwo eine wissenschaftliche Revolution oder Revolutionchen ausgelöst hat, ein Umdenken forciert hat, lange geglaubte Wahrheiten zusammengebrochen sind. Fällt euch da irgendwas ein? In unserer Lebenszeit? Das ist eine krasse Einschränkung, finde ich. Ja, deswegen. Ja, okay. Puh. Oder der Chat kann natürlich auch gerne mitmachen. Ja, was fällt euch da ein? Also klar, also ich als physiksozialisierter Mensch komme dann immer gleich erst mit so Einstein oder so 1905, Annus Mirabilis, spezielle Relativitätstheorie oder auch noch so Quantenmechanik, was dann so 1920er Jahre irgendwie losging. Also das ist halt schon alles 100 Jahre her und so alt sind wir ja, lieber Lambert, nun doch nicht. Aber Claudia hat was. Ich habe was. Ich musste aber erstmal rausfinden, ob das in meiner Lebzeit passiert ist. Weil der Nobelpreis, den gab es dafür in meiner Lebzeit, aber ob die Erfindung, also die Entdeckung, und zwar der GMR-Effekt von Peter Grünberg, Festplatten. Oh, das musst du mal erklären, Claudia, sorry. Oh, mach mich nicht fertig, ich muss das erklären. Also GMR ist der Riesenmagnetowiderstand, der ist nötig, damit man magnetische Festplatten erzeugen kann. Also nur dank diesem Effekt funktionieren Festplatten und du kannst sie auslesen und beschreiben. Und das ist natürlich ein wichtiger Punkt, damit wir das hier alles haben, Technik. Ja. Wow. Ja, wow. Ohne Grundlagenforschung kein Internet, ne? Kein Smartphone. Wow. Ja. Ja. Ich ziehe den Hut, den nicht vorhanden. Gut. Das war so Mitte der 80er, glaube ich. Der. Genau, ich habe nachgeguckt, das war 88. Ja, da war ich schon am Leben. Witzig. Ja, das fällt mir ein, so.
Dann hier, Aaron schreibt gerade CRISPR-Verfahren. Genau, das ist sogar relativ recent. Das ist, glaube ich, so 2012, 2013 die erste Publikation. Also die Möglichkeit, in Genen so rumzueditieren, wie man das eigentlich in einer Textverarbeitungssoftware machen kann und da beliebigen Gencode rein- und rauszuschnibbeln und reinzupasten. Das ist natürlich eine Revolution, muss man ganz klar sagen. Mhm. Was ich sonst immer... wie gesagt, so als Physik- und Astronomie interessierter Mensch gesagt habe, auf die Frage hin war eigentlich sozusagen die Entdeckung von Exoplaneten, also die Entdeckung von Planeten, die um einen Stern, der nicht unsere eigene Sonne ist, kreist. Denn die eine der Grundsatzfragen so in der Kosmologie, Astronomie ist natürlich auch so, sind wir allein im Universum? Und dass es viele andere Sterne gibt, das war irgendwie, ist seit tausenden Jahren klar, weil die kann man direkt beobachten, aber ob um die auch andere Planeten kreisen, das war immer so eine Vermutung. Aber erst 1995 ist wirklich die erste Beobachtung und der experimentelle Nachweis eines Exoplaneten gelungen. Und also als ich noch zur Schule gegangen bin, da war das alles noch ein bisschen Science Fiction und mittlerweile kennen wir tausende von Exoplaneten. Hätte ich auch nicht gedacht, dass das so spät erst entdeckt worden ist. Cool, ja. Genau, ich wollte gerade sagen, ich glaube, das ging mir gerade genauso. Ich dachte auch, das erst dann. Okay. Lambert, hast du noch ein Beispiel für eine wissenschaftliche Revolution, die du selber hättest entdecken können, aber zu spät dran warst? Was ich total krass finde, ihr werdet jetzt lachen und so, ist auch ein bisschen blöd, aber 1992, Cynthia Dwork entwickelt Proof of Work. Also das, was später in Bitcoin und so. Und das ist genial. Und das ist wirklich so ein Beispiel für so eine Entdeckung, behaupte ich jetzt einfach mal, wo Gender eine Rolle spielt. Eine geniale Kryptografin, die auch einen Haufen coole andere Sachen später noch entdeckt hat. Aber diese Idee, dass es ein Medium gibt, was sozusagen eingebaut seine eigene Steuer dafür erhebt, dass man es benutzt oder so. Ja, also sie hatte sich das ausgedacht als so ein Mechanismus, wie kann man E-Mail, wie niedlich, ne? Wie kann man E-Mail-Spam vermeiden oder so, indem man so ein Protokoll baut. Die wirklich wichtige Forschung. Ja, genau. Indem man so ein Protokoll baut, dass man ein hartes kryptografisches Rätsel erstmal lösen muss, bevor man es benutzen kann. Das so, aber sehr, sehr cool und sehr folgenreich. Darum muss man erstmal drauf kommen. Das ist schon gar nicht ohne. Cynthia Dwork. Den Namen muss man sich merken. Okay. Du bist ein Nerd, Lambert. Du bist wirklich. Entschuldigung. Ja, okay. Das ist lieb gemeint. Genau, und das, den Astro-Krimi, also ich kann schon mal sagen, es geht nicht um Astrologie, sondern um Astronomie, den ich heute mitgebracht habe, der ist auch eine solche wissenschaftliche Revolution, der also das Wissen vorher komplett zunichte gemacht hat und mit neuem Wissen dahergekommen ist und der in unserer Lebenszeit entdeckt worden ist. Insbesondere ist, also ganz konkret ist der 1999 entdeckt worden. Es hat dann aber noch ein paar Jahre gedauert, bis es der allgemeinen Öffentlichkeit bekannt geworden ist. Und es hat halt auch mit Goldschmieden zu tun und es ist auch ein Krimi. Und jetzt würde ich mal versuchen, mein Screen hier freizugeben und wollte euch mal zeigen, worum es geht. Kennt ihr das? Ja, schon mal gesehen. Das, liebe Leute, ist die Himmelsscheibe von Nebra. Ja, aber die war doch jetzt ganz umstritten. Genau, und das war auch der Punkt, weswegen ich drauf gekommen bin. Also genau, vielleicht das ist mir entgangen bisher. Ja. Also im Prinzip, wir sprechen über einen Krimi, der eine Zeitspanne von etwa 3600 Jahren umspannt. Jedenfalls war das wissenschaftlicher Konsens bis vor wenigen Monaten. Dass dieses Ding da, was wir da sehen, also 3600 Jahre alt ist. Und dann haben sich vor ein paar Monaten ein paar Forscher, ich glaube aus Frankfurt und München, zusammengetan und haben gesagt, Nikinas, ihr habt das da in die Bronzezeit datiert, das ist eigentlich 1000 Jahre jünger, das ist aus der Eisenzeit und deswegen ist es gar nicht so was Besonderes. Und das war sozusagen etwas, was jetzt vor ein paar Monaten in den Medien kam. Und jetzt haben die Leute, die halt wirklich Zugriff auf das Teil haben, das ist in Halle im Landesmuseum,
haben nochmal ihre wissenschaftlichen Daten nochmal rausgepackt und gesagt, nee, also das ist nicht zu bezweifeln. Das ist wirklich so alt, wie gedacht ist. Und das scheint jetzt mittlerweile wieder ein Forschungskonsens zu sein. Aber so ist es halt in der Wissenschaft. Da wird sich auch mal gestritten, da wird auch mal diskutiert. Und ich will nicht sagen, dass zum Schluss demokratisch abgestimmt wird, aber mir scheinen doch die besseren Argumente jetzt dazu liegen, dass es wirklich 3600 Jahre alt ist. Und was daran halt, und deswegen in der Tat kam ich drauf, Lambert, da mal drüber zu sprechen, denn hier verbinden sich mehrere Kriminalgeschichten mit dieser Scheibe. Also zunächst mal so ganz grob, was ist das? Das ist also ein etwa 30 Zentimeter große, eine Scheibe, die aus Bronze gefertigt ist. Und darauf sind halt mehrere, wie so eine Schallplatte, genau. Kennt ihr noch Schallplatten? Die sind wieder in. Und darauf sind halt in Gold halt verschiedene Symbole aufgeschmiedet. Und das Interessante daran ist halt, dass das, als dann klar wurde, dass das Ding 3600 Jahre alt ist und dass das hier eine konkrete Abbildung des Nachthimmels, des Stern- und Nachthimmels ist und dass das in Deutschland, in Sachsen-Anhalt gefunden wurde, damit war irgendwie klar, dass halt zu dem Zeitpunkt damals, also 1600 vor unserer Zeitrechnung, es in dem, was heute Deutschland ist, Kulturen gab oder eine Kultur gab, die sich mit Astronomie so weit beschäftigte, dass sie halt solche konkreten Abbildungen des Sternenhimmels hier gemacht hat. Ich muss mal eben kurz mich muten. Und ich habe ja Astronomiegeschichte auch studiert, hatte ich ja auch in der Folge, wo wir über unsere eigene Forschung gesprochen haben, mal erwähnt. Und da ist es halt so, wenn du in so eine Grundstudiumsvorlesung reingehst, Astronomiegeschichte 1 oder so, klar fängst du da auch irgendwie an, über den ganz alten Kram zu sprechen, aber das Erste, worüber du so wirklich sprichst, sind so die Babylonier und wovon es halt Aufzeichnungen gibt, ne? Mhm. Wenn du die Geschichte als Wissenschaft hernimmst, du brauchst ja immer, in jeder Wissenschaft brauchst du ja eine Art von Wahrheitskriterium. Also in der Mathematik ist es der Beweis oder in der Chemie ist es das Experiment oder bei der Astronomie selbst ist es die Beobachtung. Und in der Geschichte ist es halt irgendwie eine Quelle, die dir sozusagen erzählt, was in deiner Wissenschaft irgendwie die Wahrheit ist. Und ist jetzt alles ganz stark verkürzt, aber so irgendwas braucht man halt, an dem man sich langhangelt. Ne? Mhm. Und Quellen sind halt irgendwie schwierig, weil sie immer eine Überlieferungsgeschichte haben und in ihrer Zeit entstanden sind. Und Papierquellen und so halten nicht so richtig super lange. Und da sind so Steintafeln irgendwie, in die was reingemeißelt ist, irgendwie noch vergleichsweise gut zu überliefern. Und da haben wir dann Kenntnisse aus, Ägypten und Mesopotamien und Babylon. Alles, was davor ist, da gab es halt nicht so viel. Deswegen, da weiß man halt einfach nicht. Das war einfach dunkel. Das war nicht erforscht und nicht erforschbar. Und deswegen gab es, glaube ich, also in der Astronomiegeschichte und auch in der allgemeinen Geschichte so dieses Bewusstsein, okay, irgendwie, wenn man irgendwo versucht, über Hochkulturen zu sprechen, dann beginnt das irgendwo so in Babylon und so. Ne? Mhm. Und das ist aber halt deutlich vorher auch in Zentraleuropa nicht nur irgendwelche Germanenvorfahren gab, die sich irgendwie mit Stöcken geprügelt haben oder so, sondern auch schon Hochkulturen gab, die solche astronomischen Dinge getrieben haben und dann auch sich darum gekümmert haben. Das ist halt sozusagen eine neue Erkenntnis und das ist halt ein sehr spannender Aspekt hieran. Ja, und ich denke, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, Henning, aber ich denke auch, dass der Level an technischem Aufwand umso offensichtlich, das ist ja aus dem modernen Auge klar, worum es da geht, umso offensichtlich nur
einen Anblick zu reproduzieren, den jeder jederzeit haben kann, wenn er in den Himmel guckt. Das finde ich krass. Also das ist, finde ich so, wenn man oberflächlich ohne Vorwissen drüber nachdenkt oder so, ist das heftig. Ne? Also was bringt Leute dazu, schwer zu verarbeitende metallische Materialien so miteinander zu verbinden, dass so ein ganz bestimmter Anblick, den man eigentlich ja haben kann, der, ne, also es ist ja keine Gottheit, nichts Ausgemaltes, nichts Seltenes oder so, einfach zu reproduzieren. Das ist krass. Also, ja. Ja, und wenn ich auch nochmal unterbrechen darf. Ja, klar. Also, und auch das nicht nur zu reproduzieren, sondern auch Dinge da reinzubauen, von denen ich mich gerade frage, was sie eigentlich sind. Also, ja, ich erkenne genau die Sonne, ich erkenne den Mond. Aber das da an der Seite und das da unten. Ja, das sind spannende Sachen. Genau, also das ist natürlich auch eine Forschungshistorie. Also das, was hat das eigentlich damit auf sich? Und genau, wenn wir darüber mal sprechen, dann hast du schon Sonne und Mond gesagt. Und das ist schon die erste Streitfrage. Also was relativ klar ist, ist, dass diese Sichel, die dort in meiner, auf meiner Darstellung jetzt rechts ist keine, ja, Sichel zu sehen ist, dass das eine Mondsichel sein soll, da ist man sich relativ einig. Bei dem Vollkreis, den wir sehen, den kann man als die Sonne identifizieren, man kann den aber auch als den Vollmond identifizieren. Ja, du hast recht. Und die meisten Interpretationen jetzt aus archäologisch-astronomischer Sicht gehen eher in diese Richtung, dass es hier um den Vollmond sich handelt. Einfach weil hier der Nachthimmel abgebildet ist und man die Sonne da nicht unbedingt dann vermuten würde. Mhm. Und aber auch eine ganz interessante Sache ist, dass diese Sterne zum Beispiel nicht unbedingt beliebig hier angeordnet und eine beliebige Anzahl von Sternen ist, sondern es gibt zum Beispiel dort eine kleine Häufung zwischen den beiden Voll- und Sichelmonden oberhalb. Das sind 7 Sterne am Stück. Und das ist eine ganz bekannte astronomische Form, die auch damals schon so zu sehen war. Das sind die sogenannten Plejaden. Das ist also eine Sternenformation, die auch in Mitteleuropa in manchen Jahreszeiten gut zu sehen ist. Und insbesondere ist die im Herbst und im Frühjahr gut zu sehen und kommt dann manchmal in Kombination mit dem Vollmond vor und kommt manchmal in Kombination mit einem Sichelmond vor. Und das Interessante hieran ist, dass man also aus dieser, man fragt sich halt, wieso sind da genau diese Sterne, wieso sind da so viele Sterne, wieso ist da ein Vollmond und ein Sichelmond? Also grundsätzlich, wenn du irgendwie ein Bauer bist, dann musst du ja wissen, wann du erntest und wann du säst. Und die Frage ist sozusagen, wie erstellst du einen Kalender? Und du willst immer den richtigen Zeitpunkt zum Ernten, zum Säen halt haben. Und das, ja, also wenn du kein iPhone hast, so vor 3600 Jahren, dass dir sagt, wann irgendwie der 1. Oktober ist irgendwie, dann musst du halt gucken, wie komme ich dazu. Und da kannst du natürlich nach dem Wetter gehen, das ist aber auch ein bisschen ungenau. Was relativ gut genau ist, sind die Mondphasen. Die sind immer gleich lang. Das heißt, dann weißt du schon mal, wie lang ein Monat dauert. Jetzt ist aber das Problem, wenn du 12 Monate hintereinander klatscht, dann landest du nicht bei 365 Tagen, was ein Jahr wäre, sondern ein bisschen weniger, bei, ich glaube, 11 Tagen weniger. Also bist du nur bei 354 Tagen nach 12 Monaten. Und das nennt man ein Mondjahr. Das heißt, das Mondjahr ist 11 Tage kürzer als das Sonnenjahr. Mhm. Und das heißt, wenn du jetzt immer nur ein paar Mondjahre hintereinander machst, dann kommst du mit deiner Ernte immer irgendwie zu einem früheren Zeitpunkt. Und das heißt, was die halt machen mussten, die mussten, wenn sie diese Mondjahre genommen haben, die relativ einfach sozusagen beobachtbar waren, mussten sie alle 3 Jahre einen zusätzlichen Monat einführen, einen Schaltmonat. Das heißt, du hast das erste Jahr besteht aus 12 Monaten, das zweite Jahr auch und das dritte Jahr besteht aus 13 Monaten und dann bist du wieder so ungefähr im richtigen Rhythmus und kannst dann deine Erntezeitpunkt, der wandert dann nicht so durchs Jahr. Ne? Mhm. Wir kennen das auch von anderen
ja, Terminen, also zum Beispiel das, wie heißt es, wenn die Moslems fasten, wie heißt das, der Ramadan? Ramadan, genau. Der ist ja nach dem Mondkalender und deswegen wandert der halt auch durchs Jahr, ne? Ja. Verschiebt sich jedes Sonnenjahr um 11 Tage. Und das heißt, du brauchst eine Erkenntnis darüber, wie du diese Schaltmonate einführen musst, um mit deiner Ernte klarzukommen. Und das Interessante ist, dass hier in dieser Himmelsscheibe genau dieser Code dafür versteckt ist. Nämlich immer dann, wenn die Plejaden, also dieses Siebener-Gestirn, zusammen mit dem Vollmond im, ich glaube, Frühjahr oder im Herbst, lag natürlich fest, eins zusammen zu sehen ist, immer dann musst du einen solchen Schaltmonat einführen. Und das ist zum Beispiel auch die Anzahl der Sterne ist auch nicht beliebig. Also hier sind, ich weiß nicht, 32 oder 33 Sterne drauf zu sehen. Und das ist sozusagen, kommt auch genau mit dieser Anzahl der Monate hin, dass du also nach 3 Jahren wie war das? Na, ich kriege es nicht mehr genau zusammen. Aber jedenfalls, also diese Anzahl der Sterne ist ein zusätzliches Zeichen dafür, dass das hier im Prinzip nicht nur irgendwie ein schickes Gemälde ist, sondern dass das eigentlich eine astronomische Anleitung eines Schaltmonatmechanismus ist, an den du dich halt irgendwie erinnern musst. Und das ist halt so ein spannender Punkt. Und ja, jetzt haben wir also über den Vollmond und über den Sichelmond gesprochen. Was da unten zu sehen ist, das ist eine sogenannte Barke, eine Sonnenbarke, also eine Art Schiff. Und das ist, glaube ich, etwas, was in der Mythologie ganz bekannt ist. Die Frage ist ja, die Sonne geht unter abends und morgens geht sie wieder auf, aber was macht sie eigentlich in der Zeit dazwischen? Ne? Und dann ist halt so eine mythologische Vorstellung, dass diese Barke als Schiff die Sonne einmal auf die andere Seite bringt, weil die geht ja dann auf der anderen Seite wieder auf. Ja, wieder auf. Ja. Krass. Okay, ja, weil ich hatte mich auch schon gewundert über die Struktur, weil das als einziges da so Linien hat, ne? Wo ich auch dachte, ob die was bedeuten. Aber dann, wenn es ein Holzboot oder irgendein Boot darstellen soll. Okay, genau, ich nehme an dieser Stelle offiziell meine Aussage von vorhin zurück, dass es ja bemerkenswert ist, weil es einfach nur eine Reproduktion von etwas ist, was man alltäglich im Sternenhimmel sieht. Nee. Das ist es eindeutig nicht, okay. Jetzt musst du aber noch aufklären, was das auf der rechten Seite ist. Ja, genau, das ist nämlich auch ganz spannend. Da habe ich, ich muss hier mal eben kurz was blättern, ich bin hier auch ein bisschen oldschoolig unterwegs. Nicht älter als 1970. Naja, also 3600 Jahre biete ich hier schon an als Alter. Ohne Paywall damals, ja. Ob ich mal hier mal was in die Kamera halten kann. Oh ja, warte mal, ich mach dich mal gerade ein bisschen größer. Ja, aha. Ja. So. Okay. Ja. Also, ihr seht hier den Mittelberg in Thüringen. Also wir befinden uns auf dem Mittelberg in Thüringen und halten die Himmelsscheibe von Nebra flach wie eine Landkarte. Und, Claudia, Entschuldigung, wenn ich unterbreche. Claudia, du könntest den Stream im OBS stoppen, dann haben wir sozusagen wieder die Sicht, wo man dann... Ja, ich habe das schon so umgestellt, dass Henning noch größer ist als wir beide. Ja. Und wir gucken also auf die Himmelsscheibe von Nebra drauf. Und wir gucken uns jetzt diesen Goldrand am Rand an, der von uns wegguckt. Und da seht ihr zwei Pfeile. Ihr müsst nicht lesen können, was da dran steht. Aber was da dran steht, ist, das eine ist die Richtung, in der die Sonne zur Sommersonnenwende untergeht. Und das andere ist die Richtung, in der die Sonne zur Wintersonnenwende untergeht. Also es ist ja so, im Sommer ist es länger hell draußen. Das liegt insbesondere daran, dass, wenn man jetzt mal aus unserer Ego-Perspektive gesprochen, die Sonne dann nicht direkt im Westen untergeht, sondern noch ein bisschen weiter Richtung Norden zieht und dann eher im Nordwesten untergeht. Und im Gegensatz dazu, im Winter geht sie auch nicht direkt, also kommt sie gar nicht bis Westen, sondern geht schon irgendwo im Südwesten unter. Und wenn man diese beiden Punkte, die sozusagen ein halbes Jahr auseinander liegt, vom selben Standpunkt aus beobachtet und dann so gedachte Linien zieht, dann ergibt sich dort ein Winkel von 82 Grad. Das ist also der Unterschied in Winkelgraden gesprochen zwischen dem Sonnenuntergangspunkt zur Sommersonnenwende und zur Wintersonnenwende. Und das Erstaunliche ist, das ist halt von der
vom Breitengrad abhängig. Wir wissen ja, irgendwie am Äquator stehend gibt es irgendwie kaum Jahreszeiten. Und wenn ich am Nordpol bin, dann ist irgendwie echt extrem mit Sonne geht unter oder nicht unter. Und das heißt halt hier, ist das klar, dass sozusagen das für den Breitengrad von Größenordnung so Magdeburg hier das ein spezifischer Wert ist. Und ich nehme das mal wieder runter. Und das hier ist sozusagen also eine Manifestation dessen, dass man sich dieser Dinge so bewusst war. Und das ist halt auch spezifisch für diese Region oder zumindest diesen Breitengrad ist. Und ja, das ist sozusagen eine Art astronomische Merkhilfe, die an dieser Seite angebracht ist aus Gold. Und es war eine echte Spurensuche, das alles herauszufinden. Also wie kommt man darauf, zu überlegen, was ist denn das da am Rand? Es hat einen bestimmten Winkel, was könnte der Winkel denn bedeuten? Voll, ja. Ja, und da müssen wir jetzt eigentlich mal zur Kriminalgeschichte kommen, wenn ich euch noch ein bisschen tiefer in diese Untiefen von dieser Story mitnehmen darf. Ja. Denn das Ganze ist nicht nur eine Frage, sozusagen, wie das wissenschaftlich herausgefunden ist, sondern es ist auch eine Frage, wie das überhaupt entdeckt worden ist. Und da steckt eine echte Krimi-Geschichte dahinter. Denn, wie gesagt, das ist 1999 entdeckt worden. Das ist aber jetzt nicht irgendwie bei archäologischen offiziellen Grabungen vom Landesamt für Archäologie vom Sachsen-Anhalt entdeckt worden, sondern von zwei Raubgräbern. Also Privatpersonen, die mit einem Metallsuchgerät da in der Nähe von Halle, genauer gesagt in der Nähe von Nebra, halt über einen Berg gekrochen sind und mit einem Metallsuchgerät was gesucht haben und auch was gefunden haben. Und das ist natürlich hochgradig illegal, muss man mal so sagen. Es ist einfach komplett verboten. Es ist nicht nur verboten, wenn du was findest, das irgendwie einzusacken, sondern auch schon allein mit dem Metallsuchgerät loszugehen, ist anscheinend schon in der Sachsen-Anhalt verboten. Es sei denn, du bist ein ehrenamtlicher und vereidigter Mitarbeiter des Landesamts für Archäologie. Das kann man auch sich da ausbilden lassen. Und dann hast du aber auch unterschrieben und so, dass du da irgendwie keinen Scheiß mitmachst. Mhm. Und insbesondere ist natürlich wichtig, wenn du was findest, dass du das dann nicht direkt aus dem Boden rausgräbst. Denn bei den Archäologinnen und Archäologen ist es natürlich so, dass die über diesen Fundkontext eigentlich stimmt, oh Gott, ja. Das ist wie mit den Leuten, die an eine Krimi, also an einen Mordort kommen und einfach mal mit der Hand die Mordwaffe anfassen. Genau so. Brauchst du den Stream noch? Sonst kannst du den ausschalten, dann sind wir wieder groß. Ja. Oder willst du noch was teilen? Ich habe später noch ein paar Bilder, aber den kann ich auch noch neu nochmal zeigen. Das heißt, da waren ja ein paar Ganoven unterwegs, die gedacht haben, sie könnten, eigentlich haben die nach eisenzeitlichen Dingen gesucht und da gibt es halt anscheinend so einen Markt für, dass man die dann verkloppen kann, verticken kann an irgendwelche Sammler. Und die dachten, die könnten da mal eine schnelle Mark mitmachen. Und was die halt gemacht haben, die haben da ist das Metallsuchgerät angesprungen und dann haben die das da gegraben. Und die sind da nicht gerade zimperlich bei vorgegangen, sondern die haben da richtig irgendwie so mit der Spitzhacke oder mit dem Spaten so. Und dann haben sie etwas gefunden, was aus ihrer Sicht ein alter Deckel von einem Farbeimer war, so haben sie es identifiziert. Also es war so ein rundes Etwas, was irgendwie, und dann haben sie noch ein paar Messer gefunden oder Dolche. Und das war ihnen anscheinend Mehrwert, das konnten sie eher was mit anfangen. Und dann haben sie das rausgenommen und dann wollten sich aber diesen Farbeimerdeckel nochmal angucken und haben dann da richtig mit einem Hammer drauf eingeprügelt, um den Dreck halt abzukriegen. Oh. Und dazu will ich euch nochmal kurz ein anderes Bild zeigen. Man sieht nämlich, jetzt kommen wir zum Thema Überlieferungsgeschichte, wie sind die Quellen auf uns gekommen? Wo sieht man es hier? Ja. Da. Ja. Oh nein. Da sieht man das mal ganz, ganz gut oder schlecht, dass die halt, also das Ding hat irgendwie 3600 Jahre ganz friedlich im Boden gelegen
Und dann 1999 haben dann zwei Idioten mit dem Hammer drauf eingeprügelt und haben halt hier diese Beschädigung zum Beispiel. Oh mein Gott. Und es ist so unglaublich. Oder auch ein anderer Punkt ist, man sieht an dem Vollmond sieht man hier zum Beispiel diese eine Ecke, die rausgebrochen ist. Mm, ja, da haben wir auch mit dem Hammer drauf eingeschlagen. Und es gibt auch hier so einen Teil, hier einen Bereich, der so ein bisschen neu eingesetzt werden musste. Also es gibt auch noch Bilder, wie sie das ursprünglich gefunden haben, habe ich auch hier irgendwo drin, wo man noch sieht, dass da eigentlich eine Lücke ist. Da fehlt also ein Teil vom Gold. Naja. Ich will jetzt die Hammeraktion nicht schönreden. Allerdings muss man sich natürlich auch klar machen, dass ohne die Leute, die mit bescheuerten Absichten im Kopf und einer entsprechenden Vorgehensweise losgezogen wären auf den Berg, wir das Ding jetzt gar nicht sehen würden vielleicht und das weitere sonst 4000 Jahre geschlummert hätte. Muss man auch so sehen, fairerweise, so, oder? Ja. So muss man auch sehen. Ja, okay. Jedenfalls haben die das dann weiter vertickt und irgendwie, ich glaube, im ersten Schritt wurden damit, glaube ich, so 7000 Mark oder so, glaube ich, gemacht. Das war 1999. Und es war dann über, ich glaube, ein, zwei Zwischenstationen hat es dann Hehler gefunden, die dann also versucht haben, das an Museen zu verticken. Und insbesondere ist es dann auch mal dem Landesarchäologen von Berlin angeboten worden. Und ja, es ist, glaube ich, halt in Museen so eine Grundsatzdiskussionskultur, inwieweit man Hehlerware halt aufgreift und damit einen Markt ankurbelt für illegale Ware. Andererseits sind es halt auch wirklich ja, kunsthistorische oder gesellschaftliche Wertstücke oder Schätze eigentlich schon. Ja. Und in diesem Fall halt auch ein Schatz für die Wissenschaftsgeschichte. Und der Berliner Landesarchäologe hat dann, weil es einen Hinweis auf Sachsen-Anhalt gab, seinen Kollegen, also ich wusste auch vorher nicht, dass jedes Bundesland einen Landesarchäologen hat, aber gut, das mit diesen Amtsärzten und so war mir auch vorher nicht so, vor diesem Jahr nicht so richtig klar, seinen sachsen-anhaltinischen Kollegen da angehauen. Das ist der Professor Harald Meller. Und der ist dann in Kontakt mit diesen Hehlern getreten und die wollten dann 700.000 Mark von ihm haben. Und das war dann, ich glaube, ja, 2002 oder so, Anfang 2002, glaube ich, hat er sich dann mit denen getroffen. Und das ist jetzt echt endgültig die Räuberpistole. Wir reden ja über viele Krimi-Geschichten hier. Mhm. Dann wurde er irgendwie von denen nach Basel ins Hilton Hotel eingeladen. Und er wusste natürlich erst noch nicht so richtig, ist das wirklich echt das Ding? Und hat dann gesagt, er müsste jetzt hier die Echtheit überprüfen. Und dann hat anscheinend einer von den beiden Hehlern, also es waren Pärchen, Mann und Frau, und der Mann hatte das anscheinend die Himmelsscheibe irgendwie mit Tape unterm Pullover auf den Bauch gebunden und dann sollte er sich das irgendwie angucken. Und, was für eine Story, großartig. Er hat wirklich die Polizei informiert, also dann halt natürlich in Basel die Schweizer Polizei. Und die standen dann halt irgendwie im Hintergrund, aber er konnte sie dann da in der Hotelbar nicht sehen, wollte die dann anrufen, aber die Hotelbar war im Keller von einem Betonbunker und dann hat er sein Handy keinen Empfang und dann musste er sich mit einem Vorwand aus Klo verabschieden, damit er sein Handy Empfang hatte und er der Polizei sagen konnte, ja, ja, das Ding ist echt, jetzt kommt mal die verhaften. Und ja, also das ist wirklich ein Krimi. Da ist man ja eigentlich als Landesarchäologe auch nicht für... Steht, ja, ich, was für ein spannendes Leben hat man denn bitte als Landesarchäologe? Dass du irgendwie nach Basel fährst, mit WLAN triffst, die denken, du würdest ihnen gleich 700.000 Mark in die Hand drücken. Und dir dann den nackten Bauch von so einem Typen angucken musst, der sich eine Scheibe draufgeklebt hat. Das ist unglaublich. Das ist ja. Sherlock Holmes. Ja. Ja. Und dann jedenfalls, genau, hat er doch noch irgendwie geschafft, dann eine SMS irgendwie aus dem Klo, ich weiß nicht, ob er da sein Handy aus dem Fenster gehalten hat oder was, abzusetzen. Und dann war wohl die Polizei da wohl doch vor Ort und hat dann da die Hehler hops genommen. Und seitdem, ich glaube 2002 war das dann, ist also die Himmelsscheibe also im Besitz der Wissenschaft und kann halt wissenschaftlich untersucht werden. Aber zu dem Zeitpunkt war dann natürlich halt auch gar nicht so unbedingt klar,
welche, ja, was darauf alles zu sehen ist. Und wir haben jetzt eben, haben wir uns schon ein bisschen drüber unterhalten, was darauf zu sehen ist. Aber wie man darauf gekommen ist, ist eigentlich für sich auch nochmal wieder eine Kriminalgeschichte. Und also man sieht, dass es irgendwie aus Bronze gefertigt ist, aber zum Beispiel, wie alt es jetzt war, war halt überhaupt nicht so richtig absehbar. Ne? Also Klassiker in der Altersdatierung ist natürlich diese C14-Methode, die du aber nur dann machen kannst, wenn du organische Materialien, zum Beispiel Holz oder so hast. Und deswegen ist halt auch sozusagen dieser Fundkontext halt immer so super wichtig, weil selbst wenn du halt sowas wie so eine Scheibe hast, dann brauchst du halt irgendwas, was im Kontext damit steht. Und letztendlich wurden wohl bei diesen beiden Messern, die dabei gefunden wurden, noch Holzreste an dem, was mal ein Griff gewesen war, gefunden. Und das ist sozusagen auch der Hauptdatierungsquelle. Diese Holzgriffe, mit denen dann C14 gemacht worden ist. Das haben aber dann interessanterweise haben dann die beiden Hehler, nicht die Hehler, sondern die Raubgräber, die sind ja dann auch irgendwie gefasst worden und denen wurde auch der Prozess gemacht. Ja, die musste man ja finden, um die Story herauszufinden, dass sie es für einen Farbeimerdeckel hielten und mit dem Hammer draufgeklopft haben, musste man mit denen ja reden. Ja, und man musste den Fundort erstmal haben, weil das ist natürlich das eigentlich Interessante. Ne? Also du bist jetzt der Landesarchäologe von Sachsen-Anhalt, hast da irgendwie von deinem Berliner Kollegen einen Hinweis bekommen, hast dann in Basel da die Jungs hops genommen oder Jungs und Mädels hops genommen und jetzt musst du das irgendwie aber sagen, wo stammt das eigentlich her, ne? Und wie alt ist das und was ist darauf zu sehen? Und sie haben es dann geschafft, halt über diese Hehler dann halt die vorherigen Schritte und damit auch die Raubgräber zu identifizieren. Ich glaube, die hatten dann zu dem Zeitpunkt eigentlich auch noch gedacht, sie wollten erstmal noch eine Belohnung haben dafür, dass sie das ja gefunden hatten. Aber sie haben dann halt eine Anzeige gekriegt. Und dann haben die aber gesagt, weil ich meine, was sagst du halt, wenn du irgendwie vor Gericht stehst? Dann sagst du, wir haben das, ist eine Fälschung. Wir haben das in der Tschechei machen lassen. Das ist gar nicht 3600 Jahre alt. Wir haben das da für 100 Euro oder so. Oder was? Irgendwie produzieren lassen, ist eine Fälschung. Wir wollten da noch ein bisschen Geld mitmachen. Ja. Und auf die Position haben sie sich dann zurückgezogen. Und dann haben sie aber natürlich wissenschaftliche Methoden angewandt und nachweisen können, dass es halt viel älter ist. Insbesondere, und da gab es halt auch richtig einen Gerichtsstreit dann darum. Und du kannst natürlich einerseits kannst du dir verwendeten Materialien angucken. Du kannst zum Beispiel bei dem Metall nachweisen, dass ob da halt Radioaktivität drin ist oder nicht. Und es ist zum Beispiel so, dass bei diesem Verhütten von Metall immer auch ein klein bisschen radioaktive Bleiisotope entstehen, die erst nach so etwa 100 Jahren verschwinden. CSI Archäologie. Ja, genau. Also Archäologie ist ein spannendes Thema, wo total viel Naturwissenschaften von verschiedenen Seiten reinkommen und das halt noch mit einem Messinstrument oder mit einem Symbol der Astronomie. Also es ist wirklich unglaublich, was hier alles zusammenkommt. Mhm. Ja, und dann wurde das halt analysiert, da kam halt raus, da ist nichts radioaktiv Strahlendes dabei. Das heißt, das Metall ist schon mal mindestens 100 Jahre alt. Dann wurde noch das Kupfer analysiert und dabei kam raus, dass halt die Spurenelementenzusammensetzung dieses Kupfers genau dem entspricht, was man in Österreich bei Bischofshofen also als aus Kupferminen herkennt. Und ja, dann ist bei dem Gold war zunächst auch nicht klar, wo das Gold herstammt. Was aber klar war, ist, dass es halt unterschiedliche Goldarten dort verwendet worden sind. Und das zeigt dann, können wir gleich nochmal kurz drüber sprechen, dass halt es auch diese Himmelsscheibe eigentlich verschiedene Stadien durchlebt hat. Dass diese Elemente, die wir heute dort beobachten, zu unterschiedlichen Zeiten darauf montiert worden sind. Und das kann man halt dadurch sagen, dass halt einerseits verschiedene Goldarten hier verwendet worden sind. Man sieht auch an einer Stelle zum Beispiel, da kann ich auch nochmal ein Bild rausholen, dass einer von diesen kleinen Sternen auch mal versetzt worden ist. Da sieht man richtig so einen kleinen Unterschied.
Das kann ich hier mal zeigen. Da ist also der eine Stern. Ja. Und dass es da einen kleinen Abdruck neben dem Stern gibt und der ist dann versetzt worden um ein paar Millimeter, weil dann nämlich daneben eine von diesen Seitenscheiben angebracht worden ist. Mhm. Und damit da dafür Platz zu schaffen, musste dieser Stern versetzt werden und das war dann wiederum mit anderem Gold gemacht. Und also ganz am Anfang waren diese äußeren Bereiche, wo ich euch eben von diesen 82 Grad erzählt hatte, gar nicht mit drauf und das ist dann erst in einer jüngeren Generation nachgetragen worden. Ein Upgrade. Also, interessant ist, das Gold stammt halt aus, Entschuldigung, das Kupfer stammt aus Österreich. Und dann hat man sich auf die Suche begeben, wo es genau diese Goldzusammensetzung gibt. Also einerseits gibt es da einen charakteristischen Anteil von Silber in dem Gold. Und noch andere Spurenelemente. Und man hat natürlich dann sich versucht, verschiedene Proben irgendwie aus Europa kommen zu lassen. Oder es gab da vielleicht auch schon so Kataloge, weiß ich nicht. Und dann ist das irgendwie überhaupt nicht klar gewesen, wo das Gold herstammt. Und dann irgendwann ist durch Zufall also eine Goldvorkommen in einem Fluss in Südengland sind sie drauf gekommen, dass da genau diese Goldzusammensetzung herstammt. Und das heißt, wir reden hier von 1600 vor Beginn unserer Zeitrechnung und wir haben also in Mitteldeutschland eine Hochkultur, die sich so ein Kultobjekt erstellt und dabei Kupfer aus Österreich und Gold aus Südengland benutzt. Ne? Und wenn du mich vorher gefragt hättest, was haben hier die Prägermanen oder was vor 3600 Jahren gemacht, da wäre ich nicht auf die Idee gekommen zu sagen, ja, die haben irgendwie Handel mit Metallen aus England und Österreich betrieben und haben hier ihr astronomisches Wissen über Schalttage irgendwie in kultischen Gegenständen in Gold reingeklöppelt. Wahnsinn. Ich tausche zwei Erz gegen einen Schaf, wie man bei Siedler sagen würde. Nee, es ist wirklich, ja, nee, es ist Hammer. Ja, ja. Ja, also ich wusste gar nicht, dass so viel hinter dieser Scheibe steckt. Mit der habe ich mich noch gar nicht beschäftigt. Toll. Ich hätte nur aufgeschnappt, dass es irgendwie eine Streitigkeit darüber gab, ob sie wirklich so alt ist, wie man zunächst vermutet hatte oder so. Aber das war alles, was ich gehört hatte, ja. Ja, also da gab es einerseits gab es da diese Streitigkeit in den letzten Monaten und andererseits gab es halt auch, nachdem das dann 2002 so in die Hände der Wissenschaft übergegangen ist und als dann auch insbesondere so 2004, 2005 diesen Gerichtsprozess gab, gab es auch, wir kennen das ja jetzt auch ja so gerade, der Drosten, der vertritt so den Mainstream und dann gibt es aber immer noch mal so ein Kekulé, der von hinten auftaucht, so ein Streeck, die dann immer sagen, ich will aber auch was sagen. Und das gab es damals halt auch. Ne? Da gab es also auch, auch Expertinnen und Experten, die aber, wenn man jetzt dem Herrn Meller, dem Landesarchäologen, dem Professor Meller glaubt, halt nicht wirklich einen Zugriff auf die Himmelsscheibe selbst hatten. Das ist ja auch so ein bisschen so eine Frage der Datenhoheit. Ne? Also wenn du jetzt das Landesamt für Archäologie in Halle für Sachsen-Anhalt bist, dann hast du halt dieses Ding bei dir im Safe liegen und hast da Zugriff drauf. Ja. Und wenn du jetzt aber, ich glaube, es war aus München irgendwie ein bekannter Archäologie-Professor, der dann halt sagte, nee, es ist alles irgendwie falsch datiert oder so. Ja, aber der hat halt auch nicht direkt den Zugriff darauf. Ne? Nee, ich wollte gerade sagen, und Daten kannst du teilen. Also du kannst die Messdaten natürlich teilen und die Ergebnisse und so, aber du kannst natürlich die Scheibe nicht teilen. Du kannst natürlich antragen, darauf Zugriff zu bekommen, ne? Aber natürlich ist es nicht so einfach, wie die Messdaten zu teilen. Und da kann immer jeder behaupten, ach. Ne? Ja. Ja. Genau, das fand ich irgendwie auch ganz spannend, weil hier ja verschiedene Disziplinen zusammenkommen, wie wir das eben schon gesehen haben. Ja. Also einerseits, es gibt irgendwie halt einerseits diesen rechtlichen Aspekt, dann gibt es so diesen archäologischen Aspekt, dann gibt es den naturwissenschaftlichen Aspekt, die hier als Hilfswissenschaften fungieren, um dann halt irgendwie ein Alter oder eine Zusammensetzung oder einen Ursprungsort für irgendwas zu erforschen. Und dann gibt es die Astronomie, derer halt diese Scheibe irgendwie gedient hat. Und da kommt halt unglaublich viel zusammen. Und was ich sozusagen in der Recherche auch irgendwie nochmal
mir so klar, oder was dabei nochmal so rauskam, zum Beispiel in der astronomischen Community ist es total üblich, dass alle Daten geteilt werden und oder zumindest irgendwie, wenn du ein Instrument gebaut hast, dann hast du ein Jahr lang vielleicht so ein Recht auf die Exklusivität der Daten, aber nach spätestens einem Jahr oder so wird das dann alles offengestellt. In der Archäologie zum Beispiel scheint das nicht so üblich zu sein und es scheint bis heute so zu sein, dass zum Beispiel diese materialwissenschaftlichen Untersuchungen, die dieser Scheibe unternommen worden ist, also was weiß ich, chromatographische Untersuchungen oder diese Radiokarbondatierung oder irgendwelche Durchleuchtungen mit irgendwelchen Arten von Strahlen in Teilchenbeschleunigern oder so, dass diese Daten, so wie ich das verstanden habe, leider bisher nicht wirklich komplett öffentlich zur Verfügung stehen, was ich eigentlich ein bisschen schade finde, aber es vielleicht eine andere Kultur in der Wissenschaftscommunity der ArchäologInnen dann vielleicht sein mag. Ja, das ist spannend, ja. Und ich möchte noch was hinzufügen, Henning. Ich würde sagen, in dem, was du drin gesteckt hast, in dem, was du erzählt hast, steckt auch noch was anderes drin, nämlich Ökonomie, nicht? Also du hast erwähnt, dass es diese Raubgrabung gibt und das ist ja ökonomisch. Also ich frage mich, ob es da vielleicht auch schon Studien zu gibt. Also wenn nein, hey, Ökonomen, mach das mal. Cooles Thema, Raubgrabung. Weil das Ding ist ja irgendwie die Leute machen das, ja, das sind erstmal Verrückte, ja, man muss denen ja noch nicht mal unterstellen, dass die das alles verhehlen wollen oder sowas, aber die haben irgendwie komische Interessen, ja, so, und dann kommt so eine Behörde um die Ecke, so ein Landesdenkmal oder Archäologieamt und sagt denen dann, naja, okay, wir können sie eh nicht dran hindern, dann spannen wir sie ein und wir empowern sie so ein bisschen und dann versuchen wir sie bei der Gelegenheit darauf festzulegen, aber dann auch da uns das zu melden und so, bla bla bla, und dann könnte man sagen, okay, an der Stelle endet das, dann versucht man, die so ein bisschen einzuhegen oder so. Und dann hast du aber auf der anderen Seite ja das, dass diese Behörden selbst auf dem Markt auftreten als Käufer, weil sie können auch nicht sagen, wir kaufen nie sowas. Wenn sie es überhaupt nicht kaufen würden, würden ihnen bestimmte Sachen entgehen oder so. Also ökonomisch scheint mir da einiges sich abzuspielen. Das ist auch interessant. Ja. Und ich wollte gerade mal nochmal aufgreifen, was Anja Lorenz geschrieben hat, die sagte so, man, die hatten ja noch nicht mal mehr Papier, ne? Die mussten diese jahrelangen Beobachtungen in eine Scheibe hämmern. Ich würde mal sagen, das ist eine der ersten Publikationen, die wir da sehen, oder? Guter Punkt. Ne? Also so die viel. War ganz schön lange Closed Access. Ja, die war ganz schön verschollen, da sag ich dir. Puh. Da hat ja auch kein Sci-Hub geholfen. Ja, die war im Deep Web. Deep Web, ja. Mal, ja. Und man möchte gar nicht wissen, was noch so alles irgendwo im Boden irgendwie rumsteckt, ne? Ja. Genau, ich würde euch gerne noch mal kurz noch ein paar Bilder zeigen, um das Thema dann abzurunden. Ich versuche hier noch mal meinen Bildschirm noch mal zu teilen. Mhm. Genau, da sieht man sozusagen nochmal hier diesen Fundkontext. Also da ist einerseits die Scheibe zu sehen und da ist auch zum Beispiel bei dem Vollmond ist da noch dieser abgebrochene Stück noch nicht ersetzt. Da seht ihr also einen Teil fehlenden Goldes. Und das ist auch eine spannende Frage, wie man sozusagen mit diesen Problemen der Überlieferungsgeschichte umgeht. Also man hat sich zum Beispiel bei der Ecke, die in der Ecke rausgehauen wurde mit dem Hammer, da hat man sich entschieden, die Delle drin zu lassen und zu sagen, okay, das Ding ist so eigentlich 3600 Jahre alt und dieses, was ihr hier seht, ist irgendwie erst 20 Jahre alt, dieser Hammerschlag, den lassen wir aber drin, weil das halt Teil der Überlieferungsgeschichte ist, wie das zu uns gekommen ist und auch so ein bisschen diese Geschichte der Raubgräber mit erzählt. Und dieser abgesplitterte Teil des Goldvollmonds, den hat man dann nachträglich ersetzt. Also der ist scheinbar auch abgegangen also die haben es wirklich mit Akkupatz da versucht, sauber zu kriegen. Und dabei ist das anscheinend irgendwie abgefallen. Man sieht hier dann halt auch nochmal diese Schwerter oder Dolche, ich weiß nicht, was man dazu sagt, die damit gefunden wurden. Ja, inzwischen machen die auch ganz schön viel, die Archäologen, mit digitaler Rekonstruktion. Ne? Also da ist dann so das Paradigma inzwischen, glaube ich, geht in die Richtung, dass man physisch möglichst das so wenig berührt wie möglich. Ja. Aber du kannst halt inzwischen die so wahnsinnig gut aufnehmen, die Sachen, dass du es auch dreidimensional einschließlich Material, Eigenschaften, Texturen und so weiter so ein bisschen reproduzieren kannst. Und dann kannst du halt, das ist das Schöne, ne? Dann kannst du irgendwie eine Reparatur vornehmen, virtuell und so. Oder gucken, versuchen sich vorzustellen, wie es gewesen sein könnte dann. Ne? Mhm.
Ja, wenn der Fundkontext halt als solcher erhalten bleibt, ne? Und dann ist es möglich, das zu machen, ne? Und ja, hier sieht man nochmal ein Bild von dem Ort, an dem das da gefunden wurde. Mhm. Kann man heute hingehen und sich das angucken. Das ist auch jetzt, das Foto ist schon ein paar Jahre alt, mittlerweile sieht es noch ein bisschen anders aus. Aber sie haben dann in der Nähe auch ja wirklich eine Art Besuchsmöglichkeit geschaffen. Einerseits hast du hier diesen Turm, der dort auf diesem Mittelberg in... Gewagte Konstruktion. Ja, sieht ein bisschen gefährlich aus, aber man kann dann da halt hochgehen und kann sich dann halt vorstellen, ich habe jetzt hier diese Scheibe in der Hand und gucke dann zum Brocken rüber und zum Kyffhäuser. Mhm. Und kann mir dann hier die Sonnenauf- und Untergangspunkte irgendwie vorstellen. Und sie haben auch mittlerweile dort so eine Art Science Center, irgendwie so ein Besucherzentrum hingebaut. Mhm. Und ja, ist irgendwie ganz, ganz spannend. Also, weil es irgendwie so, wenn man sich das auf der Karte anguckt, ist das so ein bisschen in the middle of nowhere. Also ganz grob kann man sich vorstellen, zwischen Halle und Erfurt liegt das. Mhm. Und ja, ich war auch selbst schon mal 2004 oder 2005, weil da konnte ich nicht mehr so ganz rekonstruieren, war ich auch schon mal da. Und habe mir das da mal angeguckt. Damals war dieses Science Center noch nicht wirklich eröffnet und wir waren irgendwie zu einem Zeitpunkt da, als es irgendwie tief eingeschneit war. Und man konnte damals da nicht direkt zu der Fundstelle hingehen, weil das wirklich voll im Wald lag und noch nicht erschlossen war damals. Und ich weiß noch, wir sind da, haben das Auto da unten am Fuß des Berges geparkt und sind dann da durch den Schnee hochmarschiert und da war aber noch kein Schild oder so. Hier wurde die Scheibe gefunden, sondern wir haben uns dann irgendwo da. Mhm. Als wir meinten, wir waren genug eingeschneit und durchgefroren, haben uns hingestellt so und gesagt, so jetzt, das hier ungefähr muss es ja gewesen sein. Wobei damals war dort halt noch alles bewaldet und da konnte man von da aus auch nicht so richtig gut zum Brocken oder so rüber gucken. Aber ja, es ist halt auch ganz, ganz interessant, dass ja, es in Sachsen-Anhalt anscheinend sehr gut gute Böden gibt, um Ackerlandbau zu betreiben. Und das war mir gar nicht so bewusst. Aber klar, das ist halt ein sehr wichtiges Kriterium zur Ansiedlung von Kulturen, die dann irgendwie mit ihrer Ernährungssituation so gut fortgeschritten sind, dass man auch durch Arbeitsteilung oder so so weit ist, dass man sich mit solchen Dingen wie ja, Minenbau, Goldschmiedearbeiten beschäftigen kann. Cool. Ja. Wow. Das ja, war das wirklich war ein Krimi. Da war alles dabei. War mein Krimi, echt? Ja. Also Weltraum, nein, Sterne, Mond, nackte Bäuche, Hehlerware. Echt gute Story und ein echter Wissenschaftskrimi nebenher. Ja, ja. Aber das waren eure beiden Geschichte beides. Also bei mir war geschummelt, aber ihr hattet zwei schöne Wissenschaftskrimis. Neben Henning haben wir beide abgelost, oder? Komm. Ja, ich... Ich habe ja auch einfach gemacht, dass ich das Thema vorgegeben habe. Nun, ihr müsst mit Krimis anpassen. Ja. Insofern beim nächsten Mal einfach früh dran sein, das Thema setzen. Und da müssen alle anderen mitziehen. Ja. Und ich glaube, was auch unique war, hatten wir schon mal Archäologie überhaupt als Thema? Ich glaube nicht. Mm-mm. Finde ich gut, das mal reinzubringen. Sehr schön. Ja, ja, fand auch. Das, genau, und es war kein Downer. Ja, genau. Ja. Also, das war so vorgetragen im Stil von der Reklamation. Das war kein Downer, Henning. Ja, du hast uns nicht angelogen. Das sind wir von dir nicht gewohnt. Ja, das stimmt. Alle 10 Folgen erlaube ich dir das mal. Okay. Tja. Monto, was sagt der Chat? Seid ihr zufrieden? Alles gut soweit? Genau. Habt ihr Wünsche fürs nächste Jahr? Das ist nämlich der letzte Forschungsstrom 2020. Achso, ja, ich muss ganz, ganz kurz noch sagen, also was ich ganz vergessen habe, erwähnen nur ganz, ganz kurz, ist, die Himmelsscheibe von Nebra kann man sich angucken. Also das ist, ich habe eben so gesagt, die wäre im Safe. Das mag für diesen Untersuchungszeitraum anfangen, so 2002 oder so gestimmt haben. Aber mittlerweile ist die halt in Halle im Landesmuseum für, hast du nicht gesehen, Archäologie oder Frühgeschichte oder so. Zu sehen. Und das ist auch die Originalscheibe, die man da sehen kann. Und da sind wir damals dann auch reingegangen. Und das sieht schon halt echt beeindruckend aus. Ist halt echt verdammt klein, in so einem Riesenraum und dann so richtig hinter Fleckpanzerglas. Ja. Aber man kann sich dort wirklich die Hochkultur von vor 3600 Jahren angucken. Kann ich sehr empfehlen. Also
wenn man in Halle ist, auf ins Museum. Aber genau, wir wollten... Ja, ja, ich fürchte, Aaron sagt, wir müssen noch singen. Forschungsstream, Twitch Sings Spezial. Aaron, wenn du streamst und Twitch Sings machst, ich käme. Vielleicht kriegen wir die zwei ja dann auch noch dazu. Karaoke, online. Okay. Wissenschaftssongs oder was? Nee. Pop-Rock. Weihnachtslieder, ich hab White Christmas gesungen diesen Mittwoch. Also. Das nicht schlecht. Kriegt den Jingle Bells. So. Wow. Naja, okay. Wir gucken mal, Aaron. Ja, nee, tatsächlich, oder? Wir sehen uns dieses Jahr hier so nicht mehr. Wir starten dann im nächsten Jahr. Petile hat was Schönes. Das ist ein super Vorschlag. Das gefällt mir. Vielleicht könntet ihr euch ja einen Archäologen vom Mindset einladen zum Thema digitale Archäologie. Sehr cool. Wir gucken uns das mal näher an. Digitale Archäologie, cooles Thema und da mal jemanden einzuladen, schöne Idee. Ja, das stimmt. Ja, ich glaube, das ist, also wir setzen das auf die Liste. Ich glaube, die Liste ist gerade leer. Also von daher. Okay. Genau. Ja. Wir müssen einen neuen Termin finden. Die Tradition verlangt es so, dass wir wieder unsere Kalender öffnen und uns den ersten Donnerstag im neuen Jahr mal vielleicht irgendwie. Lass mal schauen, was ist denn der erste Donnerstag im neuen Jahr? Was ist denn das für ein Tag? Es ist der 7. Das sieht doch gut aus. Ja, da ist bei mir nichts. Bis genau, jetzt. Dann haben wir einen Termin. Ja. Das ist so geritzt. Ja. Wunderbar. Strom. So. 7. Januar, nächster Forschungsstrom. Und ich habe aber noch Zeit, ein... gleiche Welle, ne? Genau. Kann man immer sagen nochmal. Ich habe aber noch eine Frage an Henning. Ja. Was ist denn das für ein oranges Kabel da hinter dir, das da so leuchtet und so? Ja, Lambert hatte ja hier vorgelegt mit weihnachtlicher Deko und dann dachte ich mir, ich muss auch ein bisschen Deko machen. Aha, okay. Ein USB-Kabel, das man an einen USB-Anschluss anschließt und dann macht es Weihnachten. Oh, das ist ja nett. Okay, gut. Ja? Ich wollte es nur wissen, weil ich dachte so, wieso leuchtet das gerade so am Ende glüht das so? Ja, da wegen dem Winkel. Da kann man dann irgendwie, glaube ich, noch wieder einen Adapter für ein anderes Ladekabel anschließen. Also da könnte ich dann auch wirklich den Strom noch rausziehen, anstatt ihn einfach nur dort blinken zu lassen. Aber ich habe das manchmal irgendwie als Wiedererkennungsteil aus meinem Rucksack raushängen, von einem Akkupack oder so, damit irgendwie meine Kinder mich wiederfinden, wenn es irgendwo, also auf dem Kongress zum Beispiel. Ja, der dieses Jahr auch digital stattfindet. Ja, sehr schade. Ja. Aber das Jahr 2021 kann doch nur besser werden. Ja, das wird großartig. Ja. Wir lernen die Vorzüge des Impfens noch mehr zu schätzen. Wann geht dein Semester los, Claudia? Das Semester geht im März los und ich habe dann den Februar, da fange ich ja schon an, Zeit, alle Vorlesungen vorzubereiten. Hast du dann überhaupt noch Zeit für uns, mit uns zu streamen? Nee, ich komme dann einfach unvorbereitet rein und sag: Redet ihr, ich sitze hier und mache einen klugen Kommentar. Ne? Und du hast dann so lauter Studierende, die sich die Welt andersrum erklären. Die sagen dann: Oh, Professor Frick, das ist jetzt eine physische Twitch-Sitzung irgendwie. Total krass, das ist mit Holzbänken und man sitzt und sie ist da und so und es ist ohne mein Display. Ja, Gott. Lehre vor Ort. Ich kann es mir noch gar nicht vorstellen, wenn das mal wieder möglich ist. Im Moment ist ja alles digital. Ja, das ist alles Science Fiction. Wir wissen nicht, was passiert. Ne? Ich meine, wir können so ein paar Impfstoffverherrlichungssachen machen oder so, dass wir vielleicht irgendwie so Leuchtskulpturen, weiß ich nicht. Aber Impfstoffe kann man nicht so gut visualisieren, oder? Diese mRNA ist nicht so. Ja, ich glaube auch nicht. Nee. So, Retail. Nee. Ja, aber wo wir eben über die digitalen Ausweise gesprochen hatten, eigentlich würde ich mich ja dann auch nochmal versichern wollen, dass du wirklich dann
Professorin bist und würde dich doch eigentlich mal auffordern, dann dich dann auch nochmal digital auszuweisen als Professorin mit diesem, wie hieß dein System, Lambert? LESS oder was? Mit LESS, genau. Nee, aber ich möchte vor allem Claudia auch mit so einem Doktorhut sehen, oder? So macht man das doch. Oder? Nee, obwohl ich das weiß nicht, Professoren haben doch keinen. Die haben gar keinen Hut, ne? Ja, ich weiß nicht, gibt es da irgendwas, was ProfessorInnen haben? So, nee, ne? Also mir fällt jetzt gerade nichts ein. Also Attila Hildmann hat ja gesagt, es würden ja jetzt ja immer die Doktorarbeiten von irgendwem geprüft und die Doktorarbeit vom Drosten hätte er nicht geprüft, aber vor allem er hätte die Professorarbeit vom Drosten gesucht und die hätte er nicht geprüft. Da müsst ihr mal drüber nachdenken. Ach, ich muss noch eine Professorarbeit schreiben. Endlich spricht es mal jemand aus. Arbeit ist überhaupt nicht zu finden. Da scheint mir also was im Busche zu sein. Ja, da ist irgendwas nicht ganz richtig. Das stimmt wohl. Mai, okay. Antrittsvorbildung auf Twitch hier. Das ist doch ein guter Vorschlag. Nee, wir brauchen Screenshots von der Telegram-Fangruppe von Claudia. Wo dann so unmögliche Theorien, oder? Das ist das Medium von 2020. Screenshots von Telegram-Gruppen. Mhm. Wo dann total irre Sachen passieren irgendwie. Fuzzy-Fans. Oh Gott. Ja, aber ich hatte schon Studierende, die mich angeschrieben haben per E-Mail und gefragt haben wegen Betreuung oder Bachelorarbeit oder Masterarbeit und die mir dann ihren Twitter-Nick mitschicken. Wie geil! Ach, toll. Hier, Prof, folgt mal zurück. Ja, und dann dachte ich so, oha, ich habe aber echt den Ruf. Ja. Ja, so. Sag mal, wollen wir eigentlich noch irgendwo hin? Ich frage nur, weil sonst würde ich mal anfangen zu gucken oder wollen wir heute einfach mal so beenden? Ja, guck doch gerne mal rum. Ich mache Kaper noch einmal kurz, derail ich das nochmal eben zur Richtung Eigenwerbung, weil Lambert gerade gesagt hat, wir sollten nochmal Impfstoffverherrlichung machen. Ich wollte gerne nochmal ein bisschen Impfstoffverherrlichung machen. Ich packe mal hier gerade einen Link in den Chat. Da haben wir bei mir auf der Arbeit mal in einem Comic dargestellt, wie eigentlich so ein RNA-Impfstoff funktioniert. Also wenn man das gerne mal verstehen möchte, wie so ein RNA-Impfstoff funktioniert, kann ich einerseits das aktuelle YouTube-Video von, wie heißt der, Moder, der Herr Moder von den Science Busters empfehlen. Mhm. Und andererseits, wenn man es lieber in Comicform hätte, haben wir einen Comic dazu gemacht. Und das kann man sich mal angucken, wenn man will. Ah, nice. Fuzzy lehrt, ja. Ich habe schon überlegt, ob ich am Wochenende, ich muss einen Vortrag vorbereiten für eine Ringvorlesung, ob ich das meine Vorbereitung einfach streame, wie ich so einen Vortrag bastle. Oh, wie cool ist das denn? Ich meine, das ist, das ist keine Vorlesung, neue Maßstäbe. Cool. Dann ist es natürlich nicht mehr so ganz so, weißt du, der Spannungsbogen von einem Vortrag ist dann hinüber, aber kann man mir schon mal zugucken. Nee, finde ich sehr interessant. Ich habe tatsächlich was gefunden, ist englischsprachig allerdings, da hält gerade ein Professor, glaube ich, eine Chemievorlesung. Ich finde, wir sollten da reinschauen, denke ich mal. Ne? Ja. Chemie? Ist ein guter Kontrast, hatten wir heute noch nicht. Ah, danke für den Link, Henning, das war nochmal gut, ja. Okay. Und das angesprochene Video von Martin Moder habe ich jetzt auch nochmal verlinkt, ist auch sehr, sehr sehenswert, so in 10 Minuten in Videoform mit Orangen und Nelken als Coronavirus erklärt, wie ein RNA-Impfstoff funktioniert, auch sehr sehenswert. Lohnenswerte 10 Minuten. Cool. So, aber Chemie, sowas. Ja, in Chemie. Ich hatte Chemie-Leistungskurs, aber jetzt hoffentlich werden wir jetzt gefragt, wenn wir darüber gehen. Ich habe keine Ahnung, ich hoffe nicht. Wir sind ja auch nicht so wirklich viel dabei. Wir sind ja dann danach schnell immer raus. Das müssen dann unsere Zuschauenden beantworten. Wie viel raiden wir jetzt denn darüber? Mit wie vielen? 20 sehe ich gerade. Gut. Bevor wir jetzt losraiden, noch eine Sache. Wir hatten jetzt ja gefragt nach möglichen neuen Gästen und so. Ja. Auch nach dem Ende dieser Sendung ist es ja noch lange nicht vorbei, sondern es sind vielfältige Social-Media-Kanäle jederzeit geöffnet, wo ihr euch uns noch Dinge sagen könnt. Also Ideen sind willkommen, zum Beispiel auf Twitter. Ja, sagen wir mal auf Twitter. Ja. Ne? Ja, und natürlich insbesondere Gästinnen würden wir natürlich auch, glaube ich, gerne noch wieder dabei haben. Unsere allererste Gästin Heidi hat heute auch nochmal ganz nett einen Shoutout an uns rausgetwittert. Das war super, vielen Dank dafür. Stimmt, ja. Und,
Genau. Wenn ihr uns euer Forschungsthema mal näher bringen wollt, dann haut uns durch an. Lambert könnt ihr auf LESS über Blockchain erreichen. Und ich bin in London. Genau. Und mich findet ihr auf dem Mittelberg. Zwischen Halle und. Oben über die Unstrut schauend in 82-Grad-Winkel. Ja. Mit der Himmelsscheibe auf dem Bauch geklebt. Genau. Ja. Gut. Also dann bleibt uns ja eigentlich nur ein frohes Weihnachtsfest zu wünschen, wenn ihr Weihnachten feiert. Andere Feiertage bis dann. Endfest eurer Wahl, nicht? Da gibt es alles ist offen. Ja. Genau. Habt ein schönes Jahresende und einen guten Anfang des neuen Jahres. Er wird auf jeden Fall gut. Neues Jahr, neues Glück. Das kann eigentlich nur besser werden als 2020. Ja, würde ich auch sagen. Also Signature Move dieser Folge. Ach so, ja, warte. Und am 7. Januar 2021 wird alles noch viel besser. Genau. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.